Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass wir Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Interessengruppen, Parteienvertreterinnen, Kommunalvertreter und ein mittelständisches Unternehmen als Gäste haben, die aus ihrer Perspektive die Herausforderungen der Transformation zu 100% erneuerbarer Energie aufzeigen und bedanke mich für Ihre Teilnahme. Über 1800 europäische Kommunen und Regionen in 27 Ländern haben sich seit 1990 im Klimabündnis zusammengeschlossen. Immer mehr dieser Kommunen bekennen sich im politischen Diskurs in ihren Klimastrategien zur Klimaneutralität. Der Kölner Stadtrat zum Beispiel versucht mit konkreten Maßnahmen mehr Dynamik in den städtischen Klimaschutz zu bringen. Am 4. April 2017 beschloss Köln den Ausstieg aus der Braunkohle im Heizkraftwerk Merkenich und zum vollständigen Verzicht auf den Brennstoff Braunkohle zur Energiegewinnung. Der Stadtrat beschloss mehrheitlich, Köln soll die Klimaneutralität spätestens 2035 erreichen. Im Sommer 2019 hat der Rat der Stadt Köln den Klimanotstand ausgerufen. Das bedeutet für alle städtische Aktivitäten und Ratsvorlagen, dass diese auf Klimawirkung und CO2-Emissionen überprüft werden. Nachhaltigkeit ist für alle Entscheidungen zu einem wesentlichen Kriterium geworden. Das betrifft die Beschaffung insgesamt wie auch die Planung. Der Klimarat Köln wurde gegründet, um mit 6 thematischen Arbeitsgruppen zu den Bereichen Energie, Gebäude, Industrie, Mobilität, Logistik sowie Ernährung und Konsum einen Fahrplan zur Erreichung der Klimaziele zu entwickeln. Die Stadt Köln ist sich sehr bewusst, dass sie dabei abhängig ist von der Gesetzgebung der Länder, des Bundes und Europas. Um Treibhausneutralität zu erreichen, ist es in erster Linie notwendig, die Entstehung von Treibhausgasemissionen zu vermeiden sowie die Energieeffizienz zu steigern. Daneben beinhaltet dieser Pfad die vollständige Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Nur durch den konsequenten und schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien kann es gelingen, die energiebedingten Treibhausgasemissionen vollständig zu vermeiden. Das Klimabündnis empfiehlt seinen Mitgliedskommunen, den Bedarf an Strom, Wärme und Kälte idealerweise bis 2030, jedoch allerspätestens bis 2050 aus 100% erneuerbaren Energien zu decken. Die Produktion des Energiebedarfs soll im Zusammenwirken lokaler Akteure, insbesondere von BürgerInnen, kleinen und mittleren Unternehmen und weiteren Kommunen in der Region erfolgen. Wir wissen, dass die Rahmenbedingungen in Europa recht unterschiedlich sind, weshalb wir uns für den oben genannten Zeitkorridor entschieden haben. Dieser Zeitkorridor ist in der Erklärung von Wels festgehalten, die auf der Mitgliederversammlung im September verabschiedet wird. Der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und die Umstellung auf 100% Erneuerbare bis 2030 erfordert große Anstrengungen aller gesellschaftlichen Akteure, der Wirtschaft, der Politik, der Stadtverwaltung und der Bürgerinnen und Bürger. Das kann konsequenterweise auch schmerzliche Entscheidungen zur Folge haben. Die städtische Ausschreibung für Stromlieferung in Köln im Mai 2020 verlor der kommunale Energieversorger gegenüber einem freien Anbieter. Jetzt werden alle städtischen Liegenschaften zu 100% mit erneuerbarer Energie versorgt, aber nicht von den Stadtwerken Köln. Um die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln sowie die gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen für den Klimaschutz zu motivieren, bietet die Stadt finanzielle Förderung von Maßnahmen in den Bereichen Gebäudesanierung, Ausbau der erneuerbaren Energie, Begrünung, Klimaschutz und nachhaltige Innovation. Im Bereich der erneuerbaren Energien fördern wir zum Beispiel Photovoltaik, Solarthermie, den Neuanschluss an die Fernwärme, Erdwärmepumpen, Pelletheizung bei Bestandsbauten.
Nur wenn Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und weitere lokale Akteure wie kleine und mittlere Unternehmen und Stadtwerke gemeinsam handeln, wird die Energiewende gelingen. Genau an dem Punkt kann eine Erleichterung der Einrichtung von Bürgerenergiegenossenschaften einen wichtigen Beitrag leisten, weil die Aussicht auf Rendite motiviert und kann bedeutende Finanzmittel freisetzen. Dazu bedarf es jedoch eines bundespolitischen Rahmens, der bürokratische, rechtliche, wirtschaftliche sowie soziale Hindernisse reduziert und die richtigen Weichen für eine Energiewende stellt. Die Europäische Union hat mit den erneuerbaren Energierichtlinien EERL eine geeignete gesetzliche Grundlage geschaffen, die allerdings bisher im Erneuerbare-Energien-Gesetz in Deutschland nur unzulänglich umgesetzt wurde. Für den heutigen Nachmittag wünsche ich mir, dass die Gäste konstruktiv miteinander und offen für Perspektiven der anderen in den Dialog treten. Und dass sich am Ende der heutigen Diskussion neben neuen Einsichten auch bisher nicht oder wenig beachtende Handlungs- und Kooperationsmöglichkeiten auftun. Nur gemeinsam und mit gutem Willen lassen sich die Herausforderungen und Schwierigkeiten auf dem Weg zu 100% erneuerbarer Energien bewältigen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Team Klimabündnis, der Nationalkoordinatorin Frau Jurich und Frau Schuchmann und dem Moderator Herr Batzing für die Organisation der Veranstaltung. Vielen Dank. Wir würden jetzt als nächstes anfangen, das Podium vorzustellen. Also wir haben 7 Podiumsteilnehmende eingeladen zu unserer Veranstaltung und ich würde die Ihnen kurz vorstellen und dann jeweils einen Podiumsteilnehmenden bitten, ein Eingangsstatement zu einer bestimmten Frage zu stellen. Das werde ich Ihnen gleich sagen, damit Sie mal einen Eindruck bekommen als Publikum, also wen wir hier heute haben, also aus welchem Bereich er kommt und also wie seine oder ihre Zusammenhang oder auch Beziehung oder auch Auffassung zum Thema 100% Erneuerbare ist bis 2030. Wir würden im Anschluss an diese Runde das Podium dann diskutieren lassen, also auf Basis der Statements und auch der Position, die in diesen ersten Statements-Runde geäußert wurden. Und dann im nächsten Schritt haben Sie als Publikum die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen, bevorzugt im Chat. Wir würden also dann im Chat die Fragen aufnehmen und an das Podium zurückspielen. Und wenn wir dann durch diese Fragen durch sind, würden wir am Ende nochmal am Abschluss die Podiumsteilnehmenden bitten, eine Minute zusammenzufassen, also was für Sie nochmal die Quintessenz oder vielleicht auch so die Erkenntnis aus dieser Veranstaltung und diesem Gespräch mit den anderen, dieser Diskussion ist. Und dann würde auch unser Geschäftsführer, der Thomas Brose, nochmal kurz zusammenfassen aus seiner Sicht, was die wichtigsten Punkte sind. Und anschließend würden wir uns zu einem virtuellen Cocktail noch auf Wonder treffen. Da können Sie sich zwanglos nochmal begegnen, miteinander diskutieren. Und was uns jetzt auch nochmal wichtig ist für die Zielsetzung der Veranstaltung, das ist erstens, also uns geht es heute wirklich darum, also was wir alle gesamtgesellschaftlich, also verschiedene Akteure aus den verschiedensten Bereichen Politik, aber auch Kommunen, aber natürlich auch Verbänden und Zivilgesellschaft tun können, um die Energiewende zu beschleunigen. Wichtig ist uns auch, dass wir in dem Zusammenhang hier konstruktiv diskutieren und offen miteinander in den Dialog treten. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass man am Schluss vielleicht jeder von Ihnen, der hier heute teilnimmt oder auch zuhört, vielleicht neue Einsichten gewinnt oder vielleicht auch Handlungsoptionen oder Kooperationsmöglichkeiten nochmal entdeckt oder identifiziert, wie man dieses Ziel, also die Energiewende jetzt in Zukunft noch stärker zu beschleunigen als bisher, also wie man das erreichen kann vielleicht. Also wir wollen hier Impulse wirklich setzen heute Abend nochmal für eine Beschleunigung der Energiewende. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin und würden jetzt das Podium einfach mal sozusagen bitten. Genau, das sehen Sie hier auch in der Mitte. Also wir sind inzwischen
zu fünft auf dem Podium. Drei Teilnehmende fehlen noch. Also wir haben leider weiterhin diese technischen Probleme. Würden jetzt aber einfach mal anfangen. Und ich möchte zunächst die Frau Dr. Nina Scheer vorstellen. Die Frau Scheer ist SPD-Politikerin und Mitglied des Bundesausschusses für Wirtschaft und Energie. Sie engagiert sich in zahlreichen Organisationen für erneuerbare Energien. Das ist der World Council of Renewable Energies oder Eurosolar oder auch den Bundesverband Erneuerbare Energien. Und Frau Scheer initiierte auch den sozialdemokratischen Energiewendeappell mit dem Ziel einer beschleunigten Energiewende. Herzlich willkommen, Frau Scheer. Und ich würde Sie jetzt bitten, genau, dass Sie uns vielleicht kurz so also auf die Frage antworten. Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig, damit in Kommunen das Ziel 100% erneuerbare Energien bis 2030 erreicht wird? Und dies bitte in einem einminütigen kurzen Statement. Gut, was es dafür bedarf, das muss es auch in anderen Bereichen, muss auch in anderen Bereichen erreicht werden. Also man kann, glaube ich, nicht bei jeder Maßnahme so stark unterscheiden zwischen Kommune und allgemeingültigen Anreizen und allgemeingültigen Maßnahmen. Ja. Die da zum Beispiel wären, dass wir nach wie vor immer noch zu viele Ausbauhemmnisse haben. Wir haben auch zu viel Bürokratie, wenn es darum geht, einfach loszulegen, auch aus der Sicht von Bürgerinnen und Bürgern, aber eben auch aus der Perspektive von Kommunen beim Ausbau der erneuerbaren Energien mitzuwirken. Das kriegt man von allen Seiten gezeigt, dass das zu kompliziert ist. Wir haben zwar jetzt schon Erleichterungen geschaffen, gerade jüngst durch den Bundestag durchbekommen und auch durch den Bundesrat beim Bundesemissionsschutzgesetz Erleichterungen erreicht, was das Repowering von Anlagen angeht und auch weiteren Hemmnissen. Aber da gibt es auch landesseitig noch eine ganze Menge. Nicht alles kann bundesgesetzlich geregelt werden. Da gibt es auch eine Bund-Länder-Kommission, die muss jetzt auch deutlich schneller in die Puschen kommen, dass wir da weitere Genehmigungshemmnisse abbauen können. Es ist aber auch so, dass wir leider durch die Umstellung auf Ausschreibung vor einigen Jahren eine Mengenbeschränkungssystematik haben, sage ich mal. Also diese Ausbaumengenbeschränkung, die darin liegen, dass wir immer häppchenweise in Ausschreibungsmengen denken, das führt halt dazu, dass wir immer drastisch hinterherhinken mit dem, was wir eigentlich ausbauen müssten. Also es muss pauschal, es hört sich leider jetzt sehr pauschal an, aber in der Kürze der Zeit muss man es dann leider auch so auf den Punkt bringen. Es braucht bedeutend mehr Anreize, muss viel einfacher sein, erneuerbar auszubauen. Und es muss dann natürlich auch noch systemisch flankiert werden. Also man muss auch, was die Speicher angeht, was die Netznutzung angeht, muss alles auf die Nutzung erneuerbarer inklusive Speicher und ein gutes Netzmanagement ausgerichtet werden. Also diese Systemumstellung ist ganz wichtig, damit das mit den Anreizen auch funktioniert. Ja, vielen Dank. So viel zum Einstieg von der Frau Scheer. Nun, die Frau Dr. Ingrid Nestle, sie ist Grünpolitikerin und seit 2009 aktiv für die Energiewende. Und sie war auch von 2012 bis 2017 als Staatssekretärin für Energiewende und technischen Umweltschutz in Schleswig-Holstein aktiv und ist Sprecherin für die Energiewirtschaft der Bundestagsfraktion. Frau Nestle, auch die Frage an Sie. Was wäre aus Ihrer Sicht notwendig, damit in Kommunen das Ziel 100% erneuerbare Energien bis 2030 erreicht werden kann? Ja, vielen Dank für die Einladung. Natürlich müsste das Handeln von Land und Bund ineinander greifen. Aber vor allem müsste der Bund eben erstmal die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Kommunen auf 100% Erneuerbare kommen können. Denn heute sind die Rahmenbedingungen falsch, ja, an ganz vielen Stellen. Zum Beispiel ist fossile Energie viel zu billig, ja. Also sie kommt überhaupt nicht für die Folgekosten auf. Und selbst so, wenn wir für 60, 70, 80 Milliarden Euro im Jahr, ja, beziehen wir fossile, es sind irre Summen, die abfließen, werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anders gesetzt, dann könnten wir natürlich mit diesem Geld auch erneuerbare, eine wunderbare Energieversorgung aufsetzen. Aber im Moment sind eben die Erneuerbaren zu teuer, die Fossilen zu günstig, die Preisanreize falsch gesetzt. Und das zieht sich in weitere Bereiche hinein. Natürlich muss auch zum Beispiel Infrastruktur für E-Mobilität da sein. Natürlich müssen Fördermittel da sein, ich sag mal, für Eisspeicher, ja, also für raffinierte Wärmekonzepte, die den Strom aufnehmen, Wärmepumpen sozusagen vervielfachen in seiner Wirkung, aber die auch in der Lage sind, Wärme zu speichern. Man kann Wärme zu einem Hundertstel der Kosten speichern, indem man Strom speichern kann. Ja? Aber man muss eben diese Technologien voranbringen, anstatt auf die alten zu setzen. Und da sehe ich eben die ganz große Verantwortung beim Bund, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Kommunen es hinterher schaffen können.
Vielen Dank, Frau Nestle. Nun, Herr Dr. Konstantin Alzheimer. Herr Dr. Konstantin Alzheimer steht seit 12 Jahren an der Spitze von Hessens führendem Energiedienstleister der Mainova AG mit Sitz in Frankfurt. Und dem Vorstand des Energieversorgers gehört der promovierte Jurist und gelernte Bankkaufmann bereits seit 2006 an. Herr Alzheimer, auch an Sie die Frage, was wäre denn notwendig, damit das Ziel 100% Erneuerbare bis 2030 in Kommunen erreicht wird? Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich würde vielleicht so beginnen, dass ich noch mal darauf hinweisen würde, dass diese Aufgabe bis 30 in Kommunen deshalb so extrem ambitioniert ist, auch deshalb, weil es ja nicht nur um den Strommarkt geht, bei dem wir relativ weit sind, sondern um den doppelt so großen Wärmemarkt letztlich in Städten und auch um den Verkehrssektor. Und deshalb versuchen wir, verschiedene Punkte zu beachten. Erstens, so viele erneuerbare Energien in der Stadt selbst ernten wie überhaupt denkbar. Also Mieterstrom, PV-Mieterstrom ist auch ein Schwerpunkt unserer Aktivität. Und zweitens auch daran denken, dass erneuerbare Energien nicht nur Wind- und Photovoltaik-Elektronen sind, sondern auch Biomasse, auch Müll, auch Biogas und auch in Frankfurt besonders wichtig Abwärme, beispielsweise aus Rechenzentren. Und deshalb ist aus unserer Sicht extrem wichtig, Technologieoffenheit, Fernwärmesysteme zulassen und auch Gase zulassen, auch Wasserstoff zulassen und Wasserstoff nicht reduzieren auf bestimmte Sektoren. Wir brauchen auch Wasserstoff im Wärmemarkt. Und dann das Thema Speicher würde ich auch ganz groß schreiben. Wir haben einen Winter hinter uns, in dem wir kaum grüne Elektronen hatten. Der war extrem lange, windarm und kalt. Und deshalb brauchen wir großvolumige Speicher. Ich bin auch für Wärmespeicher mit Wasser, aber diese Großvolumigkeit bekommen wir wahrscheinlich nur über Gase erreicht. Wir brauchen auch regelbare Kraftwerke. Insofern brauchen wir auch Gase. Wir brauchen H2. Und wir sollten bei 30 die Zeitschiene nicht missachten. Wir bauen zurzeit unser Netz um 50% größer aus. Das dauert bis 2027, um den doppelt so großen Wärmemarkt auch auf Strom zu beziehen. Ist das sehr, 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 sehr ambitioniert, überhaupt mit dem Netzausbau bis 2030 zurechtzukommen. Also technologieoffen in allen Sektoren, Gase, Fernwärme, erneuerbare Energien, vor allem in der Stadt. Gut, vielen Dank, Herr Alzheimer. Nun zum Herr Eberlein, Karl-Walter Eberlein. Er ist Geschäftsführer der GESPA GmbH, das ist ein Systemanbieter für Solaranlagen, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Die GESPA GmbH ist Mitglied im Netzwerk Auto Elektromobilität Darmstadt-Rhein-Main-Neckar und bedient Kunden aus Industrie, Landwirtschaft sowie Kommunen und Privathaushalte. Herr Eberlein, was sagen Sie oder was antworten Sie auf unsere Frage 100% Erneuerbare in bis 2030 in Kommunen? Was wäre dazu notwendig? Bitte Ihr Mikro anschalten, bitte. Wir hören Sie nicht. Der Button ist bei links unten stummschalten. Wenn Sie da draufklicken, dann können Sie Ihr Mikro aktivieren. Oder einfach Alt-A, die Abkürzung. Vielen Dank. Versuchen Sie Alt-A, Herr Eberlein, vielleicht. Sonst können wir es auch so machen. Dann lassen wir Ihnen noch ein bisschen Zeit. Und ich würde dann zu unserem nächsten Gast gehen, der Frau Leonora Holling. Leonora Holling ist Rechtsanwältin und seit 2018 erste Vorsitzende des Bundes der Energieverbraucher. Dieses Bündnis setzt sich für günstige und umweltfreundliche Energieversorgung für Verbraucherinnen ein und informiert unabhängig über alle Energiethemen.
Frau Holling, was antworten Sie auf unsere Frage? Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, weil ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich von der Verbraucherseite ziemlich der Einzige hier in dieser Runde bin. Das ist natürlich sehr schön. Ich sehe das genau wie die beiden Damen aus der Politik, dass wir natürlich einen erheblichen Bürokratieabbau brauchen, um die Erneuerbaren für, ich sag mal, den Endverbraucher und die Kommunen möglich zu machen. Mhm. Allerdings sehe ich nicht nur da ein großes Problem, sondern das größte Problem sehe ich eigentlich darin, ob es überhaupt eine Bereitschaft in den Kommunen gibt, das umzusetzen. Wir haben nämlich, oder wir können feststellen, gerade in letzter Zeit, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass wir ja auch vor Ort Verbraucherinnen beraten, dass wir zum Beispiel im Bereich der Wärme, das ist ja eben schon angesprochen worden, eine Bereitschaft örtlicher Stadtwerke finden, dort Fernwärmeversorgung flächendeckend einzuführen. Das ist durchaus begrüßenswert. Geht aber meistens nicht mit der Nutzung erneuerbarer Energien einher. Also das ist dann entsprechend abzulehnen. Und wenn man Verbraucher eben an Fernwärmenetze oder Nahwärmenetze anschließt, die keine Erneuerbaren haben, welche Chancen haben diese VerbraucherInnen, dann entsprechend erneuerbare Energien bis 2030 auch zu nutzen? Das ist der eine Punkt. Es gibt aber durchaus bei den Kommunen Interesse, eben über Stadtwerke zum Beispiel da die entsprechenden Gebühren und Abgaben einzufahren. Also da sehe ich ein erhebliches Problem. Ein weiteres Problem ist E-Mobilität, die Ausbau bei den Kommunen. Auch da sehe ich eine fehlende Bereitschaft, das ernsthaft in Angriff zu nehmen. Wir sprechen teilweise von sogenannten Bürgermeister-Ladesäulen. Das heißt, die Ladesäulen funktionieren, wenn die Presse dabei ist und am nächsten Tag nicht mehr. Und da wird dann eben nichts dran geändert. Und da sehe ich ein großes Problem. Ich bin sehr skeptisch, was die Umsetzung bis 2030 nach sich ziehen wird. Ich glaube darin nicht daran. Das finde ich sehr schade. Wir müssen die Eigeninitiative jedes einzelnen Bürgers in der Stadt stärken. Und dann wird es auch schaffen, aber wir werden es nicht über die kommunale Schiene allein bekommen. Gut, vielen Dank, Frau Holling. Nun, Herr Eberlein, bitteschön. Jetzt höre ich, hört man mich? Ja, wunderbar, alles gut. Ja, bitte um Entschuldigung, aber ich bin auf einen anderen Richter geschaltet worden und bin dann eben so firm mit. Ja, also erstmal wollte ich eigentlich nur zu sagen, ich bin sehr intensiv mit der Solartechnik verbunden, mit allem, was dazugehört, mit Speicherung, Solar. Und kann eigentlich nur meine Erfahrung in der letzten 10 Jahre sagen, dass wir im Grunde genommen die Gemeinden ermuntern können, ihre Dächer zur Verfügung stellen oder öffentliche Gebäude, um eigentlich Windkraft haben wir weniger, aber diese Solargeschichte in den Gebäuden, in den Kommunen halte ich für ganz wichtig zu aktivieren oder noch mehr zu aktivieren. Prima, vielen Dank, Herr Eberlein. Dann der Dr. Werner Neumann, der ist uns telefonisch zugeschaltet. Dr. Werner Neumann ist Sprecher des Arbeitskreises Energie im wissenschaftlichen Beirat des BUND und engagiert sich seit über 30 Jahren für Umwelt- und Klimaschutz. Von 1992 bis 2013 leitete er das Energiereferat der Stadt Frankfurt am Main und entwickelte den Stromsparcheck, die Energiesparberatung für Haushalte mit geringem Einkommen. Herr Neumann, was wäre aus Ihrer Sicht notwendig, damit den Kommunen das Ziel 100% Erneuerbare bis 2030 erreicht werden kann? Bin ich zu hören jetzt? Ja, jetzt hören wir Sie. Wunderbar. Guten Tag, Herr Neumann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja vielleicht jemand, der auch einer der wenigen an diesem Abend, der auch vor 30 Jahren mit angefangen hat, nicht nur bei der Stadt Frankfurt, sondern auch das Klimabündnis mitzugründen. Ich muss aber auch jetzt, weil es noch niemand anderes gesagt hat, auch an die aktuelle Katastrophe Bezug nehmen und an die Opfer auch denken, weil so eine Katastrophe hatten wir noch nie. Und das Schlimme ist, wir haben damals von solchen Dingen gesprochen und auf sie hingewiesen. Auch in großen Plakataktionen in Frankfurt wurden damals für verrückt erklärt. Jetzt ist leider die Katastrophe nicht nur in Deutschland schon weitgehend eingetreten. Das ist das Problem. Aber was können die Kommunen denn weiterhin machen? Wir haben die Initiativen ergriffen, das Know-how ist vorhanden. Es fehlt aber noch einiges, denn die Erneuerbaren stehen ja nicht irgendwo, stehen in Kommunen und sie werden von Bürgerinnen und Bürgern, von Genossenschaften, von Stadtwerken installiert. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir sagen, Klimaschutz muss jetzt wirklich Pflichtaufgabe werden. Und zwar ist es genau auch die Folgerung aus dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dann braucht man ausreichende Mittel, da braucht man ausreichendes Personal, wie wir damals auch angefangen haben. Und jeder möge mal ausrechnen, in seiner Stadt oder ihrer Stadt geteilt durch 4.000. Eine Klimaschutzmanagerin pro 4.000 Einwohner ist das Maß, das wir brauchen, um wirklich bis 2030 von Haus zu Haus auch die Effizienz umzusetzen, damit die erneuerbaren Energien gut genutzt werden können. Wir brauchen 20.000 Menschen bundesweit. Wir brauchen viele Menschen im Gesundheitsbereich gegen Corona. Wir brauchen viele Menschen zusätzlich und müssen sie schulen für den Klimaschutz. Die Kommunen sind der Transmissionsriemen. Das haben wir ja erarbeitet und gelernt. Kommunaler Klimaschutz ist inzwischen ein Markenbegriff geworden. Und was jetzt ansteht, was vor 14 Tagen die Europäische Kommission ja uns zur Umsetzung aufgegeben hat und die Bundesregierung in die Tonne geworfen hat, ist, dass wir erneuerbare Energiegemeinschaften brauchen. Wir brauchen das Recht dazu, dass Bürgerinnen und Bürger sich ihren Strom und Wärme quer durch die Stadt und auch ins Land zurück sich gegenseitig kaufen, verkaufen, aufkaufen, speichern können. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben es erreicht, dass auch der Rat für nachhaltige Entwicklung durch unseren früheren Vorsitzenden des BUND, Professor Hubert Weige, haben wir das mit vielen anderen dort reingebracht, der Rat für nachhaltige Entwicklung. Das kann man dort lesen, will kommunaler Klimaschutz als Pflichtaufgabe und erneuerbare Energiegemeinschaften. Das sind die beiden Mittel, damit das, was andere schon gesagt haben, Wirklichkeit wird und das Ziel 100% erneuerbare Energien bis 2030 erreicht wird. Gut, vielen Dank, Herr Neumann. Nun kommen wir zu unserer letzten Teilnehmenden, und zwar darf ich jetzt begrüßen die zweite Vorsitzende vom BVKS. Das ist der Bundesverband Klimaschutz. Der BVKS vernetzt unterschiedliche Berufsgruppen in Sachen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Und ich darf jetzt bitten, genau die Svenja Schröder, dass die ihr sich freischaltet, ihr Mikro, und vielleicht auch zu uns hier aufs Podium kommt, in dem vielleicht Katrin oder Svenja ihr sie nochmal anpinnt. Und dann hätten wir sie auch noch hier auf der Bühne sozusagen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist jetzt gerade ganz spontan, weil der Daniel Philipp technische Probleme hat und nicht reinkommt. Deswegen springe ich jetzt ein als zweite Vorsitzende des BVKS. Herr Philipp ist ja der erste Vorsitzende des Bundesverbands Klimaschutz. Wir sind beide Klimaschutzmanager bei Kommunen. Der Herr Philipp bei Main-Taunus-Kreis und ich bei der Stadt Riedberg in Nordrhein-Westfalen zwischen Bielefeld und Gütersloh gelegen, eine kleine Stadt. Genau, zu Ihrer Frage würde ich auch gerne was sagen. Ich bin jetzt natürlich nicht so top vorbereitet. Ich mache das so ein bisschen mehr aus dem Handgelenk. Genau, also das Thema Pflichtaufgabe, was mein direkter Vorredner gerade sagte, da kann ich mich natürlich vollumfänglich nur anschließen. Das muss eine Pflichtaufgabe werden. Wir brauchen Personal, wir brauchen Finanzkapazitäten, weil ohne dem wird es nicht gehen, wenn es weiterhin so ist, dass in den Kommunen sich eigentlich niemand so richtig zuständig fühlt, außer eine Person, der die Klimaschutzmanagerin, der dann auch hinter allen irgendwie hinterherlaufen muss, ist das sehr, sehr schwierig. Es gibt natürlich auch Kommunen, wo die Kolleginnen und Kollegen da schon mehr dahinter stehen. Das ist zum Beispiel in Riedberg der Fall. Da muss ich für meine Kollegen mal eine Lanze brechen. Aber ich kenne auch ganz viele Klimaschutzmanagerinnen und Manager, die ganz arge Probleme haben, in ihrer Verwaltung überhaupt Gehör zu finden. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist eine Kampagne pro Handwerksberufe. Wir sehen das ganz stark vor Ort, dass unsere Bürgerinnen und Bürger willig sind oder auch wir als Kommunen willig sind, aber es ist schwierig, an Handwerker zu kommen. Das heißt, da brauchen wir Leute, die wirklich praktisch umsetzen. Die Handwerkskammern müssen da trommeln und auch die Bundesregierung muss trommeln. Die letzten Jahre wurde immer nur Stimmung gemacht fürs Thema Studium und das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr kompetente Handwerkerinnen und Handwerker. Was ich mir auch sehr, sehr wünschen würde, wäre so etwas wie eine Kampagne pro erneuerbare Energien von Ebene der Bundesregierung oder auch der Länder, weil in den Kommunen reden wir uns fusselig den Mund, was sind die Vorteile von Photovoltaik, was sind die Vorteile von Windenergie, wie ist das bei Windenergie mit den Vögeln, mit Schall und Schatten und so weiter. Und das erzählt jeder Klimaschutzmanager Land auf, Land ab, immer wieder dasselbe. Es werden ganz viele Flyer gemacht. Und eigentlich ist das nicht notwendig oder es ist leider notwendig, aber eigentlich sollte es eher so sein, dass von der Bundesebene wirklich mal eine Kampagne gefahren wird, die auch einen Gegenpol bildet zu den kruden Theorien, die man da im Internet teilweise findet.
Also da brauchen wir einfach mal eine Kampagne und das kann ja die Bundesregierung. Wir haben das ja gesehen bei der Impfkampagne. Warum nicht mal sowas fürs Thema Windenergie? Ja, weniger Bürokratie ist eben gefallen. Da kann ich mich auch nur anschließen. Auf allen Ebenen, ne, Stichwort Ladesäulen kam eben auch. Wir bauen gerade in Riedberg auch Ladesäulen auf. Von der Idee bis zur Umsetzung, die werden hoffentlich dieses Jahr noch gebaut, waren es jetzt über 4 Jahre, weil man einfach so vieles beachten muss, weil auch mit den Fördermitteln kompliziert ist und wer darf die beantragen und so weiter. Also das ist auch nicht dem mangelnden Willen geschuldet, sondern dem ganzen Aufwand. Und dieser Aufwand hat natürlich zur Folge, dass in den Kommunen, wo es ja auch wenig Personal gibt, man das nicht abbilden kann. Also das ist einfach schwierig. Genau. Und eine Sache hätte ich noch, die ich mir auch wünschen würde, und zwar mehr Beratungskapazität für Bürgerinnen und Bürger. Also jeder, der eine Photovoltaikanlage haben will, steht vor einem ziemlichen Wust. Und es gibt lokale Beratungsstrukturen, zum Beispiel über die Verbraucherzentralen, aber nicht genug. Wir brauchen einfach wirklich Berater, die die Leute an die Hand nehmen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch, Frau Schröder. Ja, jetzt sind wir einmal durch. Jetzt haben Sie alle das Podium kennengelernt. Jetzt haben wir noch circa 10 Minuten Zeit für eine Diskussion hier unter uns auf dem Podium. Ich würde jetzt einfach mal die Frage stellen. Also wir haben viel gehört in Richtung, also was vielleicht der Bund tun könnte. Wir haben auch gehört, was vielleicht in Kommunen getan werden kann. Also wo sind denn aus Ihrer Sicht jetzt eigentlich die größten Hebel, vor allem in Kommunen, um die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien zu beschleunigen? Und was wären vielleicht auch die größten Hebel im Bund, in der Bundespolitik, um dies zu tun? Also wo würden Sie da ansetzen? Vielleicht möchte einer mal von Ihnen dann einen Anfang machen und dann würde ich Sie bitten, einfach zu diskutieren. Und Frau Nestle hat die Hand gehoben. Bitte schön. Ja, danke. Vorweg wollte ich einmal sagen, Frau Schröder, dafür, dass Sie es aus dem Handgelenk geschüttelt haben, finde ich, haben Sie sehr, sehr relevante Punkte aufgegriffen, auch mit Handwerkerausbildung, mit aber auch der Kampagne. Und ich glaube tatsächlich, ich sage jetzt mal Bundessicht, weil ich ja im Bund bin und jemand anders ergänzt nochmal die Kommunalgeschichten. Also ich glaube, die größten Hebel sind tatsächlich Preisgerechtigkeit schaffen, ja, dass man eben nicht ständig sagt, ich würde ja gerne, aber das Geld sagt mir, dass ich was anderes machen soll, als was für die Gesellschaft tatsächlich günstig wäre. Ich glaube auch tatsächlich, also die Ausbauziele der Erneuerbaren hochzusetzen und eine Kampagne dazu zu machen, ja, weil sich sehr, sehr breit einfach Falschinformationen, ich glaube vor allem auch über dieses Social Media, sehr, sehr weit verstreut haben. Ja, Leute glauben, Windenergie sei gesundheitsschädlich. Ja, es sterben jedes Jahr 8.000 Menschen in Deutschland an Kohlekraftwerken, an den giftigen Abgasen aus Kohlekraftwerken, nicht einer an Wind. Ja? Und trotzdem ist da so ein breites Gefühl von, ja, Windenergie ist schlecht für die Gesundheit. Ja? Und da gibt es x Beispiele für, wenn man einfach mal gerade stellen müsste. Und ja, auch dieser ganze Genehmigungsbereich, ich weiß, der ist immer schwierig, ja, weil es für alles auch immer einen guten Grund gibt, warum es so kompliziert ist und weil man ja auch Missbrauch verhindern will und so weiter. Aber ich glaube, auch das wäre tatsächlich ein großer Hebel. Plus, vielleicht letzter Punkt noch, Strommarktdesign. Auch da sind ganz viele Anreize noch kompliziert. Und wenn wir eben nicht nur, was ja auch schon mal viel wäre, aber sagen wir mal im Sommer, wenn PV gerade da ist, wirklich die Stromversorgung und dann auch noch Wind, Wärme und Verkehr erneuerbar kriegen wollen, sondern übers ganze Jahr dauerhaft, dann müssen wir wirklich das Gesamtsystem optimieren. Und dafür muss der Strommarkt viel, viel besser aufgestellt werden. Im Moment wird man ganz oft bestraft. Also man muss mehr für seinen Strom zahlen, wenn man sich nach der Verfügbarkeit und Wind und Sonne richtet. Und das ist auch Quatsch. Gut, vielen Dank, Frau Nestle. Dann die Frau Holling hat sich gemeldet. Sie möchten darauf antworten? Ja, nee, ich möchte einmal darauf antworten. Sie hat vollkommen recht, Frau Nestle. Und ich möchte noch ergänzen, was auch dringend weiter diszipliniert werden müsste, die Netzbetreiber. Also da müsste aus meiner Sicht über die Bundesnetzagentur oder eine andere Aufsichtsbehörde dringend etwas geschehen. Weil wir stellen also fest, dass Bürgerinnen und Bürger, die willig sind, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen, um eben das Ziel umzusetzen, selbst wenn sie mit den Förderungen der Bürokratie da klarkommen, dann spätestens mit dem Netzbetreiber Probleme bekommen. Also wir haben immer wieder Fälle, wo dann der Netzbetreiber kommt und sagt, ja, also mit deiner Stromanlage, so wie du das vorgestellt hast, so geht das nicht. Und dann guck erstmal, wie du damit klarkommst. Und im Übrigen werden wir dich hier nicht als Netz anschließen. Das Ganze wird furchtbar teuer. Und interessanterweise, wenn sich dann jemand einschaltet, der diese rechtlichen Kenntnisse hat, dass dann auf einmal das Problem sich in Luft auflöst. Also da muss dringend was geschehen. Warum das so ist, will ich nicht spekulieren, aber die Netzbetreiber, gerade die örtlichen Netzbetreiber, sind ein Riesenproblem, ein Hemmnis, die wollen das nicht. Gut, vielen Dank. Frau Scheer, bitte.
Ja, ich kann das nur unterstreichen und das war ja auch schon mein Plädoyer im ersten, in dem ersten Wortbeitrag. Aber nochmal einzuhaken bei den auch bei den verbreiteten Fehlannahmen. Ich denke, wir brauchen da wirklich ein breites, auch zivilgesellschaftliches Bündnis, um in Richtung Rahmenbedingungen die unmissverständlichen politischen Statements zu setzen und da auch dann tatsächlich auf der Bundesebene eindeutige Regelungen hinzubekommen. Ich habe jetzt gerade in dem schon erwähnten Gesetzgebungsverfahren, wo es um die Erleichterungen für Genehmigungsfragen ging, insbesondere auch Repowering, aber auch weitere Genehmigungsfragen, durchaus auch Widerstände zu spüren bekommen. Ja? Und die Widerstände waren leider, und das habe ich wirklich auch als sehr bedauerlich empfunden, aber es war nicht neu für mich, auch von Seiten der Umweltverbände. Und wenn ich dann eben wirklich einen Brief bekomme, mitten ins Verfahren hinein, der mich eindringlich davor warnt, doch bitte keine Genehmigungserleichterungen für die Windenergie zu regeln. Und auch auf ministerieller Ebene da ein ganz klares Statement war, dass wir alles ausgereizt haben, auf Bundesebene mit den bundesrechtlichen Rahmenbedingungen, dann sind wir da einfach noch völlig auf dem Holzweg. Ja, also das muss auch von Seiten, auch auf Seiten der Umweltverbände muss hier ganz klar ein Umdenken hin. Das hört sich jetzt sehr pauschal an, aber ich habe es eben auch in dieser Pauschalität, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dieser Brief, den ich gerade erwähne, der war von mehreren unterzeichnet. Also das ist leider tatsächlich weit verbreitet, auch bei den Umweltverbänden, die Annahme, dass die Windenergie hier der Vogelfeind Nummer eins sei. Und das kann so nicht bleiben. Ja, also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ja. Und das zieht sich natürlich dann, das spiegelt sich dann in der Politik. Ja, die politische Ebene ist ja letztendlich Vertreter. Ja, und das ist wirklich ein Punkt. Ich will mich nicht in eine Schleife verrennen hier jetzt, aber das war mir wirklich ein Anliegen, das auch nochmal wem mir das tut, weil wir viele Gemeinsamkeiten mit den Umweltverbänden haben, wenn es um die Energiewende geht. Alle Energiewende-Willigen haben auch gute Anknüpfungspunkte da, aber hier haben wir auch einen Konflikt. Gut, vielen Dank, Frau Scheer. Herr Alzheimer, ich habe Ihre Hand gesehen. Ich würde jetzt aber gerne den Werner Neumann vielleicht kurz, weil er ist ja sozusagen mit Umweltverbänden sozusagen ganz eng. Also er kann da, glaube ich, vielleicht was dazu antworten. Herr Neumann, möchten Sie darauf antworten, auf das, was die Frau Scheer gerade gesagt hat, Ihr Wunsch in Richtung Umweltverbände? Ich höre ihn leider nicht. Ja, dann stellen wir vielleicht eine mögliche Antwort zurück und dann bitte Herr Alzheimer. Ja, das müsste jetzt gehen. Ja, genau, super. Ja, genau. Müssen wir nochmal reintippen. Nein, es wundert mich ein bisschen, dass ausgerechnet die Umweltverbände wie der BUND, der vor Jahren schon sich für die 2% der Landesfläche bundesweit eingesetzt hat, wie wir beschlossen haben, dass auch im Wald 0,1% der Waldfläche, mehr braucht man nämlich nicht, Windenergie ausgebaut wird. Wir streiten klar für Windenergie und wir streiten aber auch dafür, dass es rechtssicher gemacht wird. Denn wir haben auf der anderen Seite organisierte Windkraftgegner und deswegen sind wir auch dafür, dass diese Genehmigungen sauber, klar und rechtssicher gemacht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dazu haben wir der BUND mit dem NABU zusammen, dem Bundesverband Windenergie, gemeinsam mit der hessischen Landesregierung Schwarz-Grün einen Erlass mit vorangebracht, der, wie wir hoffen, auch die Windenergie in Hessen weiter voranbringt, als sie in den letzten Jahren leider geworden ist. Also man muss jetzt bitte die richtigen schlagen, nämlich die Energiekonzerne, die sich gerade hier ihr Geld von der Bundesregierung geben lassen für die alten Atom- und Kohlekraftwerke und nicht gerade die Umweltverbände. Wir sind diejenigen, die die Sache vorantreiben. Ich will noch eins sagen, das Erneuerbare Energiegesetz hat damals den Weg eröffnet, dass ganz viele Menschen erneuerbare Energien, Windenergie und Photovoltaik, ich auf meinem Dach genauso wie an Beteiligung der Windenergie voranbringen konnten. Wir müssen das erneuerbare Energie, das inzwischen zum Hemmnis geworden ist, so total renovieren und ganz einfache Regeln aufstellen, dass man sich gegenseitig erneuerbare Energien aufbaut, austauscht und ausbaut. Einige müssen auch verpflichtet werden, nämlich gerade Unternehmen, Klimaschutzpläne aufzustellen, zu realisieren. Die einen müssen wir verpflichten, andere müssen wir einfach nur ermöglichen, dass sie sich betätigen können. Und da sind wir gerade auch bei uns, wo ich in Hessen bin, einer Initiative mit 30 Organisationen, die sich für 20 Windanlagen in der Nähe von Frankfurt
auf dem Winterstein, wer das kennt, einsetzt, dort 20 Anlagen auf den Winterstein zu bauen. Also wir sind als BUND beim Ausbau der Windenergie vorne mit dabei. Ja, vielen Dank, Herr Neumann. Und jetzt bitte der Herr Alzheimer erstmal noch. Und dann noch ein Beitrag, weil wir müssen dann weitermachen. Frau Schröder, ich habe Sie auch noch gesehen, oder Herr Eberlein. Aber bitte fassen Sie sich kurz, damit wir in der Agenda dann auch weiterkommen. Vielen Dank. Okay, ganz kurz. Ich wollte nur mal, also zwei Punkte. Einmal wollte ich eine gewisse Lanze brechen für meine Kolleginnen und Kollegen der Stadtwerke. Also ich nehme in allen Verbänden wahr, dass die Bereitschaft, die Energiewende mit Werbe wirklich voranzutreiben, sehr, sehr hoch ausgeprägt ist. Und diese Blockadehaltung, die ich da gehört habe, jedenfalls wäre mir fremd, auch in der Haltung derer, mit denen ich spreche. Aber ich wollte anknüpfen nochmal an das Thema von Frau Scheer und an die Rahmenbedingungen. Wir könnten ja eigentlich schon weiter sein. Wir könnten schon auch aus der Kohle ausgestiegen sein. Wir waren als Meinova diejenigen, die sehr, sehr früh die zwei effizientesten Kraftwerke in Europa etabliert haben, aber haben darauf natürlich auch darauf gebaut, dass ein gewisser CO2-Preis bei den Zertifikaten Platz greifen würde. Der massive Ausbau der Erneuerbaren und das Stehenlassen der CO2-Zertifikate, die dadurch frei wurden, haben sich die Braunkohlebetreiber im Grunde erworben und hochrentable Anlagen geschaffen. Unsere hocheffizienten Kraftwerke standen still. Wir haben an politische Rahmenbedingungen geglaubt, die dann verändert wurden. Und deshalb ist die Verlässlichkeit so wichtig. Wir waren auch mit die Ersten, die einen Elektrolyseur in einer Stadt aufgestellt und den Wasserstoff ins Gasnetz eingespeist haben. Mittlerweile wartet aber jeder bei uns auf die Frage, was ist das nächste Thema, was subventioniert und gefördert wird. Und das ist verheerend. Wir brauchen klare, verlässliche, über Jahrzehnte eigentlich andauernde Rahmenbedingungen und Instrumente. Denn das, was wir investieren, sind langläufige Wirtschaftsgüter. Aber die Stadtwerke sind absolut bereit, massiv zu investieren und tun das auch schon. Okay, vielen Dank. Dann Herr Eberlein, bitte. Bitte wieder anschalten Ihr Mikro. Unten nochmal stumm schalten, einfach mit dem Cursor da draufklicken und dann ist es schon wieder aktiviert. Ja. Jetzt. Hallo. Genau. Ja, ich wollte nur mitteilen, dass ich eine Menge zu sagen kann zu dem Doing. Das ist vielleicht sehr wichtig in der Gesprächsrunde. Ich bin Ausführender, der solche Anlagen baut, jeden Tag im Rhein-Main-Gebiet. Schulen, Freitings, und kann einiges zu erzählen, wie schwierig es geworden ist, für mich als Unternehmer sowas noch auszuführen. Das wäre jetzt vielleicht zu weit, aber wenn nachher Bedarf ist, kann ich ja was zu sagen. Eine ganze Menge Schwierigkeiten, die von Mal, Woche zu Monat schwieriger werden. Also ja. Heute eine größere Solaranlage zu bauen, ist ein kleines Kunstwerk. Ja, Herr Eberlein, wir werden Sie ja nachher noch zum 3-Minuten-Statement genau, und dann würde ich Sie bitten, dann dort vielleicht ein paar Dinge zu den genau diesen Punkten zu sagen. Wunderbar, vielen Dank erstmal. Dann die Frau Schröder bitte noch und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, es geht ja auf der kommunalen Ebene immer um Entscheidungen, um Informationen und auch diese Entscheidung mit einer gewissen Dringlichkeit jetzt langsam mal zu treffen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Dringlichkeit auf der kommunalen Ebene an vielen Stellen noch nicht angekommen ist. Also sowohl bei den Stadträtinnen und Stadträten ist das noch nicht angekommen, als auch in den Verwaltungsleitungen und in den Fachämtern auch noch nicht so richtig. Und das ist ja das, was ich eben sagte, solange da ein Klimaschutzmanager, eine Klimaschutzmanagerin ist, die dieses Thema voranbringt und mal auch vielleicht den Bürgermeister auf ihrer seiner Seite hat, aber nicht so richtig, solange kann in den Kommunen nicht so viel passieren, weil einfach die Strukturen vor sich hinarbeiten und das Thema wird nicht wirklich mitgedacht. Und deswegen fände ich es auch gut, wenn es mal auf eine andere Ebene getragen werden würde. Also wenn von der Bundesebene, zum Beispiel von Mitgliedern des Bundestages oder auch von Mitgliedern des Landtages oder vom Städtetag oder so, mal Kontakt gesucht wird zu den Bürgermeistern, zu den Stadträten, damit die merken, dass das nicht was ist, was irgendwie die einzelne Klimaschutzmanagerin, Manager da irgendwie will oder so ein paar Freitagsberichten.
sondern dass das was ist, was eben auf der Bundesebene wirklich gewünscht ist, was Regierungsprogramm ist. Aber das findet definitiv statt. Also, also bei uns war noch niemand so. Also sonst würden sich ja die Stadträtinnen und Stadträte auch etwas anders verhalten und etwas anders abstimmen. Okay, wir lassen das jetzt erstmal so stehen und würden jetzt wieder in den nächsten Punkt gehen. Und zwar, wir würden jetzt Sie jeweils einzeln nochmal zu bestimmten Thematiken befragen, also wo wir davon ausgehen, dass Sie sich da gut auskennen, dass Sie da Expertinnen sind. Und zwar möchte ich beginnen mit der Ingrid Nestle. Ich würde aber zuvor das Publikum nochmal bitten, also ich habe so ein bisschen im Chatverlauf gesehen, also es gab schon Anregungen, die Diskussion vielleicht auch noch so ein bisschen, sage ich mal, praktischer zu machen, also mehr auf vielleicht konkrete Praxisbeispiele, Anwendungen und so weiter einzugehen. Wenn Sie Fragen haben im Chat, Sie werden in 15 Minuten Gelegenheit haben, dass wir Ihre Fragen dann hier den Teilnehmenden vortragen. Also posten Sie bitte Ihre Fragen oder alles, was Ihnen jetzt auf der Seele brennt oder wo Sie gerne von den Podiumsteilnehmenden Antworten hätten, bitte in den Chat. Wir würden das dann letztendlich vortragen in Richtung unseres Podiums und dann können Sie auch vielleicht nochmal Antworten auf Ihre spezifischen Fragen, die Sie jetzt im Chat haben, dann bekommen. Ich beginne mit der Frau Nestle und die Frage an Sie, Frau Nestle, ist, das erneuerbare Energiengesetz ist ja zentral, um den Ausbau der Erneuerbaren auf Bundesebene voranzubringen. Trotz zahlreicher Novellierungen steht das EEG aber in der Kritik, dass hiermit die Transformation zu 100% erneuerbar nicht gelingen kann. Was sollte aus Ihrer Sicht im EEG verändert werden, damit der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt wird? Bitte 3 Minuten, also hier nochmal der Hinweis, weil sonst überziehen wir leider das Ganze. Danke, ich versuche es. Also tatsächlich ist das EEG längst nicht so schlecht, wie sein Ruf, würde ich auch erstmal sagen. Ja, man kann das EEG weiterentwickeln, man kann es insbesondere auch von einem Finanzierungs- zu einem Absicherungsinstrument weiterentwickeln. Das wird dann oft als Contracts for Difference auch bezeichnet. Aber schon heute sind die Akteure am Markt. Ja, über die gleitende Marktprämie sind sie den Preissignalen ausgesetzt, ob sie jetzt eher in Stunde 5 oder in Stunde 7 produzieren. Ja, wenn der Strom in Stunde 7 teurer ist und sie schaffen, das eher in Stunde 7 zu produzieren, dann werden sie dafür tatsächlich heute schon belohnt. Die sind im Markt. Ja, über die Ausschreibung, die ich ja gar nicht so glücklich empfinde. Ja, aber sind auch die Akteure, wer tatsächlich den Markt, wer einen Windpark oder einen Solarpark baut, sind sie voll im Markt. Und das Einzige, was im Moment nicht im Markt ist, im EEG, ist die Frage, wie entwickelt sich eigentlich der Strompreis in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren, ja, langfristig. Und da streiten sich sogar die Experten. Manche sagen, oh, das wird immer teurer. Manche sagen, oh, das wird immer Richtung Null gehen. Und das vorherzusagen, ja, das hat wirklich nichts mit Können zu tun, sondern eigentlich fast nur mit politischen Rahmenbedingungen und ist deshalb überhaupt nicht sinnvoll, sondern es ist, also das den Marktakteuren irgendwie als ein Risiko reinzugeben, sondern es ist sinnvoll, genau dieses Finanzierungsabsicherungsinstrument zu erhalten, dadurch die Finanzierung deutlich günstiger zu machen von den Anlagen, dadurch die Stromgestehungskosten deutlich zu senken und aber eben auch den ausreichenden Ausbau möglich zu machen. Das heißt, also weiterentwickeln kann man es ja. Heute sind im Prinzip nur die Produzenten abgesichert. Man kann es weiterentwickeln, sodass künftig auch die Verbraucher eine Preisabsicherung haben. Ja, das finde ich sehr sinnvoll. Ansonsten müssen vor allem die Mengen hochgesetzt werden im EEG, weil die so weit runtergesetzt worden sind und immer mit so viel noch Schwierigkeiten, ja hier ein Windnetzausbaugebiet, da dürft ihr nicht so viel und hier eine endogene Mengensteuerung, da wird schon wieder runtergedreht, ja mit 1000 Fissimatenten ausgestattet worden sind, dass die Ausbaumengen zusammengebrochen sind. Das ist das größte Problem am EEG, das muss dringend geklärt werden und zwar langfristig, ja nicht nur so, oh nächstes Jahr machen wir nochmal eine Sonderausschreibung, ach komisch, keine Genehmigung da, habt ihr nicht gewusst vorher, ja, sondern verlässliche Rahmenbedingungen und dann finanzielle Absicherung für Verbraucher und Produzenten, günstige Stromgestehungskosten. Und dann ist das absolut ein Instrument, mit dem wir auch weiterarbeiten können. Gut, vielen Dank, Frau Nestle. Wenn Sie Fragen an Frau Nestle haben, bitte einfach in den Chat posten. Wir versuchen es dann nachher aufzunehmen. Jetzt Frau Scheer, ich frage an Sie. Die Kommunen spielen eine Hauptrolle auf dem Weg zu 100% erneuerbare Energien. Welche aktuellen Gesetzgebungen unterstützen Ihrer Meinung nach Kommunen dabei, ihr Potenzial im Klimaschutz und beim Ausbau der Erneuerbaren auszuschöpfen? Gut, also ganz aktuell oder in den letzten Monaten ist ja noch etwas dazugekommen, dass das jetzt auch eine ökonomische Beteiligung der Kommunen an Windenergieanlagen und nun auch ganz neu
an Photovoltaikanlagen gegeben ist. Leider ist das nur eine Kann-Regelung, aber dadurch, dass die Projektierer keinen ökonomischen Nachteil haben, wenn die Kommunen daran partizipieren, ist insofern auch davon auszugehen, dass wenn eine Kommune sich dahinter klemmt, von dieser Regelung Gebrauch zu machen, dass das auch erfolgreich sein wird. Also immerhin haben wir da eine kleine Tür öffnen können. Zudem ist jetzt gerade, das hatte ich auch selbst verhandelt, bei der Neuregelung zur Treibhausgasminderungsquote eine Regelung aufgenommen worden. Das kam auch übrigens von kommunaler Seite ganz stark ans Parlament herangetragen, dass wir das doch bitte berücksichtigen sollen. Und das haben wir letztendlich auch gemacht, nämlich dass aus der Verwertung von biogenen Stoffen auch Wasserstoff gewonnen werden kann für den Straßenverkehr. Also Treibhausgasminderungsquote bezieht sich auf den Straßenverkehr, deswegen ist es dieses Segment. Und das wird ab Mitte 2023 möglich sein, sodass eben auch da diese Stoffe, die biogenen Abfallstoffe, nicht andere wohlbemerkt, dafür genutzt werden können, vor Ort Wasserstoff zu generieren, etwa für kommunale Fahrzeuge und dergleichen, um hier auch etwas einen Beitrag leisten zu können. Aber es ist natürlich noch viel Luft nach oben. Man kann als Kommune und als Stadtwerk natürlich auch von den allgemeinen Bestimmungen, Rahmenbedingungen zum Ausbau erneuerbarer Energien partizipieren. Aber meines Erachtens müssen wir hier, da knüpfe ich an das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, eben nochmal viel stärker ran. Wir müssen da einfach diese vielen Hemmnisse, diese vielen Fallstricke auflösen, weil meine Erfahrung ist es auch, da muss ich auch noch mal eine Lanze für die Kommunen brechen, in dem Moment, wo es wirklich Anreize sind, wo auch die kommunale Politik auf einem geraden Weg ohne viel Komplikationen sieht, ups, das bringt uns hier vor Ort wirklich was, da greift das dann auch. Aber in dem Moment, wo es kompliziert ist, wo es eben, die Verwaltung sind ja auch alle nicht so groß ausgestattet, ja, also auch wenn man ein kommunales Stadtwerk hat, man kann nicht davon ausgehen, dass das alles so riesige Abteilungen sind. Also in dem Moment, wo es kompliziert ist, sich an der Energiewende zu beteiligen, da ist es dann eben auch vor Ort nicht einfach, das durchzusetzen. Aber ich denke auch, dass wir mit denen, um das mal ein bisschen zu flankieren, was gerade auch an meine Vorrednerin, an Ingrid Neste, Anfrage gerichtet wurde, der Ausbau der Erneuerbaren, insofern die Weiterentwicklung des Erneuerbaren Energiengesetzes, was ja wirklich den Ausbau betrifft, da müssen wir noch so lange die Anreize aufrechterhalten, wie wir nach wie vor noch keinen priorisierten erneuerbaren Energienmarkt haben. Also solange das noch nicht selbstverständlich ist, dass die Erneuerbaren das Rennen machen und dass sie, also solange es noch Marktverzerrungen zu Lasten erneuerbarer Energien gibt, da brauchen wir weiterhin diese Anreizinstrumente. Die andere Frage ist aber, die Netzintegration ist die Integration, die systemische Integration. Und hierfür brauchen wir gesonderte Anreizinstrumente, die nicht unbedingt im EEG zu platzieren sind, weil man dafür damit auch wieder überfrachten würde. Aber an der Stelle wird es dann eben auch für die kommunale Seite interessant. Und ich plädiere schon seit Jahren dafür, dass wir in den ganzen Rahmenbedingungen für die Netze nicht so stark immer nur alles auf der Übertragungsnetzebene, auf die Übertragungsnetzebene fokussieren. Das ist, finde ich, sehr Bundesnetzagentur-lastig, sondern dass wir viel stärker, das muss ich jetzt noch sagen, tut mir leid, sonst ist es einfach unvollständig, sondern dass wir viel stärker die Verteilnetzebene in den Fokus nehmen und wahrnehmen, auch politisch wahrnehmen, dass durch eine Stärkung der Verteilnetzinfrastruktur auch die Dezentralität gestützt wird und dadurch auch viel mehr Motor für die Kommunen gegeben werden kann. Gut, vielen Dank, Frau Scheer. Jetzt zum Frau Schröder und zum BVKS. Zwar die Frage, was braucht die kommunale Ebene für Rahmenbedingungen, damit Klimaneutralität und der Ausbau erneuerbarer gelingt? Welche Unterstützung benötigen Sie hierzu von Bund und Land? Ja, also ich werde das jetzt so halb ablesen. Ich bitte um Verständnis, weil der Herr Philipp hat mir jetzt nämlich seine Stichworte zugeschickt, die er sich ausgearbeitet hatte. Und ich habe das jetzt so versucht, so parallel quer zu lesen. Ich gehe da jetzt mal durch, einfach damit auch das, was er sich vorbereitet hat, trotzdem hier noch einen Platz findet, weil das Einwählen per Telefon hat leider auch nicht geklappt, was er jetzt gerade noch versucht hat. Von daher gehen wir da jetzt mal durch.
Also was wir brauchen als Kommunen sind unterstützende und verlässliche Rahmenbedingungen, damit wir den dezentralen Ausbau voranbringen können. Diese Wankelmütigkeit, die in den letzten Jahren da immer wieder wahrzunehmen war, die ist absolut kontraproduktiv. Und das, was da auch passiert ist, dass so viele Jobs verloren gegangen sind, was wir auf der kommunalen Ebene jetzt ja auch merken, gerade im Solarbereich, sowas darf einfach nicht wieder passieren. Da brauchen wir, muss eine ganz klare Leitplanke her. Das hängt natürlich auch ganz stark mit dem EEG zusammen. Das EEG war ja am Anfang ein Riesenerfolg, ein großer Schub. Und mittlerweile ist es aber so komplex, so viel zusammengestückelt, dass es eher schon eine Bremse und Blockade geworden ist. Das heißt, wir brauchen vom EEG eine Reform auch mit Mut und Konsequenz, wo auch ganz klar das Repowering super einfach möglich sein muss und wo es auch keine pauschalen großen Abstände geben darf, also von Windenergie zu irgendwelchen Gebäuden. Im Bereich Photovoltaik haben wir eben schon ganz viel gesagt, es ist einfach viel zu komplex. Also es braucht ganz klar weniger Bürokratie. Es kann nicht sein, dass man für ein kleines Balkonkraftwerk, wenn man sich da nicht irgendwie die Polizei ins Haus holen will oder den Netzbetreiber, auch schon einen großen Aufwand treiben muss, sondern das muss einfach viel, viel leichter sein. Und flankierend brauchen wir mehr Beratung. Das hatte ich eben auch schon gesagt. Also die Bürger brauchen auch jemanden, der sie so ein bisschen mit an die Hand nimmt. Weil jeder ist ausgelastet und sich dann damit zu beschäftigen, ist auch etwas, da muss man erstmal Zeit und Muße für haben. Und das ist einfacher, wenn man dabei unterstützt wird. Auch das Thema mehr Personal auf allen Ebenen hatte ich eben schon gesagt. Ganz wichtig ist das eben auch im Bereich der Solateure und auch der Netzbetreiber. Also die Netzbetreiber kommen mit den Anschlüssen nicht mehr hinterher. Es fehlt an Handwerkern und auch an Solarbetrieben. Das heißt, da muss es eine ganz klare Ausbildungsoffensive geben, eine Ausbildungs- und Joboffensive und auch eine Kampagne, denke ich. Also das kann auch helfen, mal ganz deutlich zu sagen, dass diese Jobs Zukunft haben. Genau, das heißt, wir brauchen auch auf allen Ebenen einfache und ganz eindeutige Regelungen, die unterstützend sind und nicht, wie das jetzt zurzeit ist, an ganz vielen Stellen Verhinderungswerkzeuge zu haben. Was wir brauchen, sind bürgerfreundliche Rahmenbedingungen, damit eben auch Bürger sich engagieren können. Ein Beispiel ist auch so dieses ganze Thema Wohnblock oder Quartiersebene. Wenn man jetzt ein Reihenhaus hat, da sind verschiedene Eigentümer, verschiedene Mieter, man will da Photovoltaik drauf machen, das ist im Prinzip nicht möglich. Ne? Also es ist einfach gesetzlich nicht möglich, weil man muss immer, auch obwohl das eine Dachfläche ist, muss es immer Abstände geben zwischen den Baukörpern, dann darf das sowieso nicht eine Anlage sein, weil es sind ja mehrere Betreiber. Also es ist super kompliziert und für solche Sachen brauchen wir auch Lösungen, wenn wir wirklich alle Dächer voll machen wollen. Freiflächenanlagen sind auch ganz wichtig. Da braucht es im Prinzip auch nochmal Kampagnen und auch Informationen darüber, wie ökologisch wertvoll die auch sind, auch gerade so mit dem Stichwort Agri-Photovoltaik, also landwirtschaftlich integrierte Photovoltaikanlagen. Kam jetzt gerade noch eine Studie, dass dadurch der Wasserhaushalt im Boden gestärkt wird. Das findet zurzeit auf höherer Ebene irgendwie gar nicht statt, diese Diskussion. Und das muss eigentlich viel mehr kommen, damit er auch nicht mehr blockiert wird, weil gerade in den Landschaftsbehörden werden Freiflächenanlagen häufig noch blockiert, ne? Also aus Landschaftsbildgründen zum Beispiel. Und das kann nicht sein, das müssen wir korrigieren. Wir müssen da einfach für sorgen, dass der Ausbau solcher Anlagen selbstverständlich sein wird und dass man nicht mehr sagt, das geht aber nicht, weil wir müssen das Landschaftsbild schützen. Weil das Landschaftsbild, die Kulturlandschaft hat sich immer weiterentwickelt, immer mitentwickelt, mit der menschlichen Wirtschaft. Ja, so, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Ja, steht hier Frau Schröder, das ist im Prinzip okay. Ne? Sie hatten also die 4, 3 Minuten gut genutzt. Insofern so, vielen Dank erstmal. Ja. Alles klar, auf die Uhr konnte ich jetzt nicht gucken. Ja, genau, deshalb hatte ich mal dezent den roten Wecker hochgehalten. Also. Ach so, den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe ja auch die... Ja, natürlich. Genau. Aber vielen Dank für Ihre Antwort. Und wir kommen jetzt zum Herr Alzheimer. Herr Alzheimer, im Strommix der Mainova stammt immer noch ein großer Anteil aus fossilen Energieträgern, vor allem Erdgas und Steinkohle. Welche Strategien verfolgen Sie, um den Anteil der Erneuerbaren in Ihrem Strommix zu erhöhen? Wie kann aus Ihrer Sicht die Akzeptanz für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, also Stichwort Windkraft, vor allem gesteigert werden? Ja, vielen Dank. Es sind eigentlich verschiedene Komponenten. Wir haben selbst nach der neuen Berechnungsmethode in unserem Strommix weit über bundesdurchschnittliche Werte. Selbst die Geschäftskunden bei uns liegen hier bei 44% Grünstromanteil. Das ist relativ hoch für ein Unternehmen, was die freie Wahl
lässt. Sie haben nach der Akzeptanz gefragt, erneuerbare Energien. Ich halte die Akzeptanz für vor Ort für ein extrem wichtiges Thema. Ich würde das übrigens nicht nur auf Wind beziehen, sondern auch auf großflächige Photovoltaikanlagen, die durchaus extrem umstritten und diskutiert werden in den Genehmigungsverfahren vor Ort. Wir setzen dagegen eigentlich, dass wir relativ viel kommunizieren und auch den Standortkommunen Vorteile zukommen lassen, wenn wir solche Anlagen errichten. Das Thema Bürokratieabbau bei Repowering und überhaupt bei Genehmigungsverfahren, das kann ich zu 100% unterstreichen, ist eines der größten Hemmnisse, die wir sehen. Was den Ausbau Erneuerbarer anbelangt, bereiten wir uns massiv vor auf dieses Thema PPA, also nicht geförderte Anlagen für erneuerbare Energien. Und hier bauen wir massiv unsere Handelsbereiche aus, weil wir immerhin über 20 Jahre erneuerbare Energien vermarkten müssen. Das heißt, hier bedarf es eigentlich auch eines gewissen Risikokapitals und eine Handelsexpertise, um das überhaupt an den Märkten bewältigen zu können. Und dann ist für uns in einer Großstadt nach wie vor das A und O. Es gibt nicht nur die erneuerbaren Elektronen, sondern wir haben auch Biogas aus chemischen Abfallprozessen, beispielsweise von Infraserv. Insofern bauen wir massiv die Fernwärme aus. Und was vorhin gesagt wurde, dass Fernwärme nicht zugänglich sei oder nicht ernsthaft dem Versuch unterliegt, immer grüner zu werden und letztlich CO2-frei, das kann ich für uns wirklich nicht teilen. Wir schließen Rechenzentren an die Fernwärme an, wir haben Abwärmebenutzung, Biogase, Biomasse, Müllverbrennung. Das sind auch für uns in einer großen Stadt Elemente, um immer mehr erneuerbare Energien in der Stadt verarbeiten zu können. Speichertechnologie, und ansonsten würde ich mich etwas wiederholen zu dem, was ich gesagt habe, Gase auch nicht vergessen als großvolumiger Speicher in der Stadt. Gut, vielen Dank, Herr Alzheimer. Nun zum Herr Eberlein. Herr Eberlein, würden Sie Ihr Mikro wieder aktivieren, dann die Frage an Sie wäre, das EEG 2021 definiert als Zwischenziel für 2030 einen Anteil von Erneuerbaren von 65% des Bruttostromverbrauchs. Nach Aussage von Agora Energiewende und dem Bundesverband Erneuerbare Energie ist dazu ein mittlerer jährlicher Photovoltaikzubau von mindestens 5 bis 10 Gigawatt Peak notwendig. Das EEG sieht einen mittleren Zubau von knapp 5 Gigawatt Peak pro Jahr vor. Welchen Eindruck haben Sie aus der Praxis? Was sind die Hemmnisse und die Beförderer zur Installation von Photovoltaik? Also ich denke, das ist nicht realistisch. Ich erzähle es wirklich jetzt mal aus der Praxis. Ich baue jeden Tag Anlagen. Die Bürokratie wird immer größer. Die Aufwände, so eine Anlage anzumelden. Und ich bitte jetzt einfach mal Herrn Alzheimer zuzuhören. Nicht jetzt er betroffen, sondern er ist betroffen als Vertreter der EVU ist der Stromversorger. Wir haben in Deutschland eine ganze Menge Fülle von Stromversorgern. Jeder hat seine Richtlinien, jeder hat seine Bekanntheitsgrade oder nicht. Jeder kümmert sich drum oder nicht. Also es ist eine ungeheure Schwierigkeit für uns Ausführende, dort überhaupt unsere Anträge zu stellen, die teilweise EVUs überfordert sind, teilweise keine Leute haben, die überhaupt sich auskennen. Ich betrifft das nicht, um Gottes Willen, nur als Vertretung, Herrn Alzheimer. Aber es ist unheimlich schwer geworden für uns Unternehmer, überhaupt noch Anlagen ins Netz zu bringen. Ich rede nicht von einer einfachen Dachanlage. Ich rede von Schulen. Ich rede von öffentlichen Gebäuden. Ich rede von 200, 300 Kilowatt Anlagen. Wir müssen jetzt zertifizieren. Wer das noch nie gemacht hat, ich bin Elektromeister seit 50 Jahren. Die Zertifizierung ist eine technisch aufwendige und teure Angelegenheit. Überhaupt zu bauen, ist bei uns ganz schwierig. Wir haben Kunden, und das ist in meinem Leben noch nie passiert, dass wir Kunden haben ohne Ende. Wir können nicht bauen. Zum Teil nicht bauen, weil einfach die ganzen Voraussetzungen, die technischen Richtlinien, die Anmeldezeitung als NVP, als wer weiß, was eine NVP ist, durchzubekommen, ist ein langwieriger Weg. Der Kunde versteht es manchmal gar nicht. Er sagt, was macht ihr eigentlich? Ich brauche doch die Anlage. Teilweise, das sind also Dinge, die ich sagen würde, sind ganz schwierig geworden. Und da muss man was tun, damit wir auch bauen können.
Also ich will nicht sagen, dass wir nicht bauen wollen. Der Kunde, wir haben hunderte von Kunden. Wir können teilweise nicht bauen, weil diese Richtlinien verschärft worden sind und weil wirklich auch bei manchen EVUs einfach das Personal fehlt. Und ich habe mit mehreren EVUs wirklich gut zu tun. Wir arbeiten gut zusammen. Aber im Grunde genommen, der eine andere sagt mir, ich bin überlastet. Wir schaffen es einfach nicht. Und manche EVUs haben nur ein, zwei Leute. Und die können dann eine andere gar nicht durchkriegen, die kompliziert ist. Das wäre vielleicht mal meine Bitte, dass man überlegt, dass die ausführenden Firmen es schwerer gemacht worden haben, gekriegt haben. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir die Zielsetzungen in der Größe erreichen, weil wir immer mehr Probleme im Bereich Bürokratie haben. Gut. Ja, vielen Dank, Herr Eberlein, für diesen wichtigen Punkt aus der Praxis. Nun, Frau Holling, noch die Frage an Sie. Genau, vielleicht Ihr Mikro auch wieder aktivieren. Was sind aus Sicht der Verbraucherinnen denn die Anreize, aber auch Hemmnisse, um erneuerbare Energien zu beziehen oder auch selbst zu erzeugen? Ja, ich denke, die Frage der Erzeugung, da ist schon sehr viel darüber gesprochen worden, was für große Probleme es gibt. Frau Eberlein hat nochmal geschildert, wie schwierig es ist, eine PV-Anlage aufs Dach zu bekommen. Dem kann ich nur beistimmen. Das ist sowohl technische Probleme als auch eben Genehmigungsprobleme, die da auf den Einzelnen zukommen. Ein Punkt, und das geht auch um die Frage, was ist der Anreiz zu beziehen? Mir ist in dieser Diskussion bisher noch völlig zu kurz gekommen, die Frage, wer soll das eigentlich bezahlen? Ja, wir haben davon gehört, dass es alles sehr, sehr teuer ist. Ich habe auch ab und zu mal hier in den Chat geguckt und habe auch sehr, sehr gute Hinweise bekommen, dass immer von Wirtschaftlichkeit und so weiter gesprochen wird. Aber die Frage ist doch, was ist eigentlich die Wirtschaftlichkeit für den Endverbraucher? Die EEG-Umlage, daran haben wir uns schon fast gewöhnt, führt dazu, dass für den Endverbraucher die Preise ständig steigen. Die CO2-Bepreisung haben wir einen neuen Anstieg, jetzt auch insbesondere im Wärmesektor. Gerade eben ist die Gesetzesinitiative gescheitert, dass man gesagt hat, die CO2-Bepreisung soll im Mietbereich ein Anreiz sein, für Vermieter etwas an zum Beispiel Dämmung oder ähnlich oder Heizungen zu tun. Das wäre wahrscheinlich gelungen, wenn man das halbe-halbe zumindest umgelegt hätte, auch auf den Vermieter. Denn wenn es an den Mieter einfach weitergeben kann im Rahmen der Nebenkostenabrechnung, ist da kein Anreiz. Und der Mieter wird angesichts der heutigen Wohnsituation überhaupt keine Möglichkeit haben zu sagen, mir ist die Wohnung jetzt zu teuer. Der Vermieter tut energetisch nichts, deswegen wechsle ich diese Wohnung. Das ist ja alles eigentlich völlig unrealistisch. Das heißt, wer kann sich eigentlich erneuerbaren Strom leisten? Der ist in der Regel deutlich teurer als der Strom, der über die Billiganbieter bei den diversen Vergleichsportalen zu bekommen ist. Und wenn man da eben reinguckt, da ist eben der Strommix nach wie vor so, dass er mit Erneuerbaren eigentlich nichts zu tun hat. Das heißt, im Moment sind aus Verbrauchersicht jedenfalls die Bezug von Erneuerbaren, das ist eher so ein Luxusproblem. Das heißt also, wenn ich mir eine Erneuerbare leisten möchte, Energien, dann greife ich deutlich tiefer in die Tasche. Und das davon müssen wir einfach weg. Erneuerbare müssen günstiger werden als ein Strommix, der aus anderen Energiequellen bezieht. Nur wenn wir das hinbekommen, werden wir eine Akzeptanz bekommen in der Bevölkerung dafür. Und wir werden dann aus meiner Sicht auch eine Akzeptanz dafür bekommen, dass man zum Beispiel die sogenannte Verspargelung der Landschaft weiter vorantreibt oder eben große Photovoltaikanlagen auch auf dem Plattenland anbringt. Ich denke, da stellt sich auch die Frage, die wir vorher nicht mehr hatten, wer will das eigentlich von den Umweltverbänden, wenn wir sagen, da haben wir einen echten Bonus durch diese Umrüstung, dann wird das auch funktionieren, aber dafür müssen wir die Bevölkerung mitnehmen, das sehe ich im Moment nicht. Also wer selbst was auf dem Dach hat, erneuerbare Energien selbst produziert, der ist damit glücklich, wenn er auch seine entsprechende Einspeisevergütung bekommt. Und derjenige, der nur Abnehmer ist von Strom oder Wärme, der ist in der Regel heutzutage sehr, sehr unzufrieden damit, weil er sagt, das kostet mich einfach viel, viel mehr, als wenn ich auf die althergebrachten fossilen Energien zurückgreife. Und da, meine ich, muss die Politik auch was machen. Es muss dahin gehen, dass man sagt, die Erneuerbaren sollen nicht nur gefördert werden, die müssen auch preiswerter werden. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass man die Energieversorgungsunternehmen auch dazu bringt, diese Energie günstiger anzubieten. Ja, und das gehört auch aus meiner Sicht, wäre es auch ein ganz wichtiger Punkt,
um die Elektromobilität voranzutreiben, da ist es ganz wichtig, dass wir ganz klare Preisvorgaben haben. Da bin ich auch schon am Ende. Danke. Gut, vielen Dank, Frau Holling. So, dann der Herr Neumann. Herr Neumann, Sie hören uns, oder? Ich bin wieder da, genau. Wunderbar, genau. Wie sind denn Ihre Erfahrungen im Umgang mit Bürgerinnen, die sich vor Ort gegen den Ausbau der Erneuerbaren wenden und auf Arten- oder Landschaftsschutz verweisen? Und welche Strategien haben sich bewährt, um mit solchen Konflikten umzugehen? Ja, ich kann ja auch ein bisschen Bezug nehmen, auch auf die Diskussion, die wir jetzt auch auf dem Podium hatten, wo wir uns vielleicht nicht ganz einig sind, aber wir setzen vom BND ja auch darauf, immer gute Lösungen zu finden und auch da Kompromisse oder auch vielleicht sogar Kooperationen zu erreichen. Unser Ziel ist Biodiversität und ist Klimaschutz. Die beiden Dinge sind manchmal scheinbar ein Gegensatz. Es gibt natürlich auch große Nachrichtenmagazine wie der Spiegel, der jetzt dann einen Aufmacher hat und Artenschutz und Klimaschutz widersprechen sich und so weiter. Das ist natürlich das Metier von ganz bestimmten Interessenskreisen, da immer wieder einen Teil reinzutreiben. Aber man muss sagen, die Zahl wissen vielleicht viele nicht. Es gibt die Statistik der durch Windenergie angeblich oder auch nachweislich getöteten Rotmilane, der Wappenvogel der Windenergie. Das sind 500 Stück nach der brandenburgischen Vogelschutzwarte. Aber 500 Rotmilane bei über 30.000 Windkraftanlagen in 25 Jahren. Und es gibt genauso Statistiken, die zeigen, dass die Tötungsrate von Rotmilanen ein Bruchteil ist von dem, was durch andere Eingriffe, durch gezielte Jagd, durch Vergiftung, durch Landwirtschaftsauswirkungen und insbesondere durch den Autoverkehr ist. Eigentlich müssten diese Windkraftgegner eigentlich sich mal gegen die Autobahn wenden. Das machen sie nicht. Es ist eine organisierte Truppe. Und dem kann man eigentlich nur entgegen, um zu zeigen, Artenschutz und Erneuerbare widersprechen sich nicht, wenn man sie richtig verbindet. Wir haben einen Punkt bei der Windenergie, da kann man das gut verbinden mit Artenhilfsprogrammen und zu zeigen, aus den Erlösen der Windenergie werden auch genau Programme gefördert, die dazu führen, auch wie bei uns in der Region, dass das Rotmilan inzwischen wirklich an jedem Ort überall zu finden ist. Bei der von angesprochenen Solarfreiflächenanlage sind wir dabei, die Logik umzudrehen und zu sagen, wir wollen nicht einfach eine Photovoltaik und ein bisschen Blühsamen und ein paar Steine für die Eidechsenbrunnen, sondern wir wollen 1% der Fläche bundesweit für Biodiversität auf dieser Biodiversitätsfläche obendrauf Photovoltaik, und die kann schräg stehen, die kann auch neuerdings auch senkrecht stehen, dann nimmt sie noch weniger Platz weg. Das heißt, wir drehen eigentlich die Logik um und sagen, Biodiversität und Klimaschutz sind technisch auch beides zusammenzubauen. Und dann kann man diesen Widerstand, der auch wirklich gezielt und organisiert mit schlechten Argumenten gemacht wird, entgegentreten. Das Argument des Infraschalls haben wir ja alle gelernt, war eins auch sogar von einer Bundesanstalt fehlerhafte Berechnung war. Und wir setzen dazu entsprechend auch positive Gegenbeispiele. Wir müssen aber auch nochmal drüber reden, dass ganz entscheidend ist, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, das hat mit finanzieller Beteiligung zu tun, dass sie den Strom aus diesen Anlagen auch direkt beziehen können, dass sie wissen, aus dieser Anlage Photovoltaik oder Windenergie kommt mein Strom, und der ist auch heute schon, das bitte ich dann zu korrigieren, der Ökostrom ist heute schon preiswerter, der auch von den BUND und NABU und Eurosolar gemeinsam im grünen Stromlabel gelabelt wird, den können Sie von Naturstrom kriegen, den kriegen Sie aber auch jetzt auf Potsdam ein Nova, nämlich grünen Strom, der von den Naturschutzverbänden gelabelt wurde. Und der ist eben nicht teurer als der andere Strom, der irgendwie nur ein fiktives erneuerbares Label hat, wo die nur Zertifikate verkaufen. Wir haben ein Problem, was sich im Moment allerdings zeigt, auch bei den Kommunen, das will ich auch gerade beim Klimabündnis ansprechen, auch für das Projekt von Herrn Barting, was in die Regionen geht. Wir haben ganz tolle Beispiele über die letzten 30 Jahre von vorbildlichen Kommunen und Landkreisen. Wir haben aber auch hier 30 Kilometer vor den Toren von Frankfurt das Problem, dass insbesondere Bürgermeister, Bürgermeisterinnen von CDU und SPD, kann man auch mit Namen benennen, sowohl in der Regionalversammlung als auch bei sich im Ort, gegen die Erneuerbaren, gegen den Ausbau der Windenergie Blockadepolitik betreiben. Und das ist ein Thema, das werden wir von BUND gemeinsam mit Fridays for Future jetzt angehen. Wir werden regelrechte Fortbildungskurse machen für Politikerinnen vor Ort, die nach 30 Jahren Arbeit noch nicht wissen, was Klimaschutz ist, und die sogar einen Klimaschutzplan, den wir ihnen gratis
quasi für ihre Koalition auf den Tisch gelegt haben, nicht angenommen haben. Also da ist sehr viel Nachholbedarf, aber das ist genau der Punkt, wo wir sagen, wir können auf die guten Erfahrungen der Kommunen im Klimabündnis aufbauen, und wir werden denen, haben wir auch schon gemacht, einfach die Beispiele zeigen von den Landkreisen in Marburg, Biedenkopf, in Gießen, in Steinfurt, wo immer, Wolfhagen, Neumarkt in der Oberpfalz hat, schaut euch an, wie die das machen, warum macht ihr das nicht? Aber es wird einen Konflikt geben, wenn also vor Ort die Bürgermeister Stadtradeln machen und am nächsten Tag die Windenergie blockieren. Das ist kein konsistenter Klimaschutz, und dem begegnen wir mit entsprechender Aufklärung. Aber wir wollen auch die Bürgerinnen beteiligen, denn wenn die Bürger sagen, wir wollen diese Anlagen haben, weil wir kriegen den Strom daher, wir können da mehr Geld da, daran verdienen als bei der Sparkasse. Das ist dann der entscheidende Punkt. Biodiversität und Klimaschutz verbinden mit Bürgerbeteiligung ist unser Rezept. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Neumann. Dann erstmal an Sie alle auf dem Podium herzlichen Dank, also für Ihre Antworten auf unsere Fragen. Wir würden jetzt in die nächste Runde gehen und haben nochmal so geschaut im Chat, was da an Fragen kam. Und ich würde Ihnen diese Fragen jetzt einfach nach und nach stellen. Also es gibt natürlich auch Fragen, die sich an einzelne von Ihnen auf dem Podium richten. Aber wir würden jetzt erstmal anfangen mit der Frage von dem Herrn Gormanns, Christoph Gormanns. Wie lösen wir denn die Problematik der Verhinderung der Mini- und Balkon-PV-Anlagen durch die Netzgesellschaften? Wann dürfen Stromzähler problemlos rückwärts laufen wie in den Niederlanden? Wer möchte sich dazu vom Podium äußern? Bitte die Hand heben oder einfach entweder über Zoom oder die eigene Hand. Bitte schön, wer möchte dazu was sagen? Ja, Frau Nestle, bitte. Ich kann mal, um es auch hier noch ein bisschen spannend und kontrovers zu machen. Also, dass wir Bürokratie abbauen müssen, ja, da bin ich 100% dabei. Und da gehören auch genau solche kleinen Anlagen dazu. Und ich glaube, man muss dann einfach klären, dass die Leute halt nicht einfach 10 davon anschließen, weil dann wird es auch irgendwann tatsächlich technisch gefährlich. Ja, also hinterm Netzanschlusspunkt. Ich glaube, das ist gar nicht das, was da vorkommt. Aber dass wir da ganz viel Bürokratie abbauen müssen. Aber die Frage mit dem Rückwärtszählen, ich glaube, da war auch eine andere, die war direkt bei meinem Statement, wie können wir den PV auch wieder attraktiver machen? Das EEG macht es doch nicht attraktiv. Ja, wir müssen die Vergütung im EEG wieder hochsetzen für PV. Und wir müssen weg davon, dass PV sich nur über indirekte Förderung lohnen darf, sozusagen, ja, nur über das Eigenstromprivileg. Und wenn wir über eine direkte Förderung zur Hälfte der Kosten, und Frau Holling, da nehme ich Ihr Thema nämlich sehr gerne auf, ja, wir müssen darauf achten, dass die Erneuerbaren günstig sind für die, die sie bauen und verwenden, aber auch insgesamt zu einem kostengünstigen Stromniveau führen. Und da müssen wir uns eben auch immer fragen, welche Förderung, ja, direkte oder indirekte, ist die, die uns gerade auf einen kostengünstigen Pfad bringt. Und das ist im PV-Bereich tatsächlich oft die direkte Förderung, auch wenn die irgendwie inzwischen so ein bisschen verpönt ist, und ich würde die gerne wieder groß machen. Meines Wissens sind die Niederlande auf dem Weg, wegzugehen von dem Net Metering. Also es ist heute noch zugelassen, aber sie haben auch heute haben schon angekündigt, dass das weg muss, aus zwei Gründen. Zum einen, PV wird groß, PV wird viel. Ja, das wollen wir auch. Wir wollen absolut, dass PV groß wird und noch viel größer wird. Deshalb brauchen wir Förderbedingungen, die zu ganz viel PV passen. Und der zweite Grund aus den Niederlanden war, naja, dass die Module inzwischen sehr günstig geworden sind, dass Net Metering also eine krasse Überförderung ist. Und auch das gilt bei uns natürlich gleichermaßen. Wir hoffen sogar, dass noch weitere Kostensenkungspotenziale kommen. Das heißt, es ist im Prinzip nicht die Richtung, in die man geht in einer Welt mit ganz, ganz viel PV. Und genau da wollen wir ja hin. Gut, vielen Dank. Dann Frau Holling, Sie wollen dazu auch noch was sagen? Ja, nur eine kurze Ergänzung. Also die Netzbetreiber können nicht mehr verhindern, dass der Stecker PV auf dem Balkon steht. Also wenn da ein Netzbetreiber sich querlegt, dann sollte man da insistieren. Also das geht nach wie vor, das ist heute schon möglich. Das gibt die Gesetzeslage her. Rückwärtsdrehende Zähler, glaube ich, werden nicht kommen, weil ein Sinn des Rollouts ist ja unter anderem, dass wir die Erneuerbaren handelbar machen. Und wenn wir ein Überangebot haben von Erneuerbaren, was irgendwann vielleicht mal kommen wird, da müssen wir auch eine Möglichkeit haben, abzuschalten. Und wir müssen auch eine Möglichkeit haben, den Einzelnen abzuschalten, wenn wir zu wenig haben. Also das muss man einfach ganz klar sehen. Wir brauchen eine intelligente Steuerung, gerade im Strombereich. Also sonst kriegen wir Probleme auf Dauer. Also das ist einfach eine technische Frage. Deswegen, ich glaube, keine rückwärtszählenden Zähler werden uns da helfen. Gut, vielen Dank. Dann zur nächsten Frage vom Ralf Bermich. Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe, wie andere Rechtsgüter, zum Beispiel Emissionsschutz, Naturschutz oder Denkmalschutz.
inklusive natürlich personeller Kapazitäten, die den Kommunen dazu zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise Finanzmittel. Diese Frage richtet sich jetzt an die Frau Scheer oder auch die Frau Nestle, aber vielleicht, Frau Scheer, können Sie dazu was sagen? Mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil haben wir eigentlich schon den mahnenden Zeigefinger auf allen Ebenen, dass diese Verpflichtung existiert. Das ist immer nur die Frage, wie weit ist es jetzt schon nochmal im Detail festgestellt worden. Aber ich verstehe das Verfassungsgerichtsurteil durchaus so, dass wir auf allen Ebenen diese Verpflichtung haben. Und wenn wir schauen, dass in Niederlanden, zwar jetzt nach niederländischem Recht, aber da gibt es bei uns vergleichbare Rechtsrahmen, sogar auch mit dem Shell-Urteil, sogar Unternehmen verpflichtet wurden aus ihren Sorgfaltspflichten heraus. Also da kann man sagen, eigentlich haben wir diese Verpflichtung schon. Aber es ist für mich immer so eine Sache, wollen wir noch mal eine Verpflichtung verschärfen oder wollen wir nicht lieber, und da möchte ich mich nicht wiederholen, aber es ist wirklich, es gibt Hemmnisse und diese Hemmnisse liegen uns vor den Füßen und gerade mit den Ankündigungen von Herrn Altmaier, wo ich mich frage, warum hat er es doch nicht die letzten Jahre umgesetzt, dass wir deutlich mehr erneuerbare Energien ausbauen müssen bis 2030, weil wir einfach auch mehr Strom aus Erneuerbaren brauchen bei der Verkehrswende, mit Blick etwa auch auf die Verkehrswende, aber auch ohne diese brauchen wir mehr. Da liegen einfach die Hausaufgaben ganz klar auf dem Tisch, dass wir da eben, wie gesagt, diese Hemmnisse abbauen müssen. Und ich denke sehr, dass man die Anreize deutlich nach oben setzen muss. Und ein Punkt ist mir doch nochmal wichtig. Es sind so viele kleine Elemente, die auch im Laufe der Diskussion sich angehäuft haben, ja. Zum Beispiel bei der Landwirtschaft. Ein ganz wichtiger Punkt, den Frau Schröder gerade vorhin genannt hatte, mit der Agri-PV. Es ist leider zum Beispiel so, es ist sehr wohl auf der politischen Agenda. Und ich bin auch schon seit einiger Zeit daran, dass wir da unbedingt den Fuß in die Tür kriegen. Und da gibt es auch eine große Bereitschaft. Aber so kurios das ist, da hängt zum Beispiel das mit den Direktzahlungen in der Quere. Im Moment gibt es die Regelung, dass Landwirte ihre Direktzahlungen dann nicht mehr bekommen und davon sind sie abhängig, ja, wenn sie zugleich Energiewirte sind, also wenn sie eine Photovoltaikanlage aufs Feld kriegen. Und das ist einfach eine absolut sinnwidrige Regelung. Und die muss zum Beispiel einfach abgeschafft werden. Das darf nicht miteinander verknüpft sein. Nur um ein kleines Element zu nennen, was aber wirklich ein Hemmschuh ist. Und dann wären die Landwirte ein ganz anderer Akteur in dem Bereich der Agri-PV. Zum Zweiten, ich möchte nicht zu viele Details. Sagen Sie bitte noch mal kurz die Frage, weil sonst könnte ich 5, 6 weitere Details nennen. Also vielleicht hatten Sie ja, wir waren ja gerade schon bei den Hemmnissen, die Sie angesprochen haben und was man verändern müsste. Vielleicht dazu noch mal eine bisschen anders gerichtete Frage von der Julia Bischoff. Wie konkret wollen Sie denn die Bürokratie abbauen? Also es sagt zwar jeder Politiker im Wahlkampf, aber die Realität ist eben eine andere. Ne? Also wie wollen Sie konkret vorgehen, um diese bürokratischen Hemmnisse, die es da gibt? Gerade bei den, ein paar Hemmnisse habe ich ja schon genannt, aber bei den, zum Beispiel, wenn es um den konkreten Ausbau der erneuerbaren Energien geht, da haben wir zum Beispiel das Problem, dass die, dieser kommt gerade mal zur Tür rein, Moment, da haben wir zum Beispiel das Problem, dass die, Moment, das bin ich gerade abgelegt. Mal kurz die Tür zu. Da haben wir, also wenn es um den konkreten Ausbau der erneuerbaren Energien geht, da haben wir zum Beispiel nach wie vor die Schwierigkeit, dass einfach ab einer bestimmten Größe alles über die Ausschreibung laufen muss. Obwohl wir ja eigentlich wissen, dass wir auch mit der europarechtlichen Beihilfeleitlinie durchaus größere Spielräume hätten, jenseits der dort kodifizierten oder dort genannten Ausschreibungsverpflichtungen. Ich sag das mal in Anführungszeichen, weil es eigentlich nur eine kommissionsbezogene Verpflichtung ist und nicht eine wirklich harte Verpflichtung. Aber wir hätten durchaus die Möglichkeit, viel mehr jenseits von Ausschreibungen zu machen. Das ist bisher es gibt leider bisher keine politischen Mehrheiten dafür, dies wirklich wieder zurückzudrehen. Obwohl das klar auf der Hand liegt, dass wir mit weniger Ausschreibungspflichten deutlich weniger Kompliziertheit hätten. Weil es gibt zwar genügend Leute, die sich auch an Ausschreibungen beteiligen, aber wir hätten deutlich mehr Akteure, die hatten wir früher alle an Bord, die dann noch oben drauf kämen, wenn es eben nicht diese Ausschreibungspflichten gäbe.
weil sie nun mal einfach ein gewisses Know-how voraussetzen, weil eine gewisse Akteurs, man muss einfach eine gewisse Größe mitbringen, von der, also nicht Größe menschlich, sondern einfach mit dem Know-how eine gewisse Größe mitbringen, um an solchen Ausschreibungen teilhaben zu können. Also es ist erwiesen, dass man hier ein Hemmnis hat, alleine durch die Tatsache, dass wir ab bestimmten Größen Ausschreibungspflichten haben. Und das haben wir leider auch im Photovoltaikbereich eine ganz klare Grenze, ab wann dann eben diese Ausschreibungspflicht existiert. Insofern, das ist ein, aus meiner Sicht ein ganz starkes Hemmnis. Aber auch wenn man einfach das anmelden möchte, wenn man, das ist aber vorhin auch, glaube ich, schon mal erwähnt worden, ich möchte auch nicht Dinge nochmal erwähnen, die schon erläutert worden sind, wenn man eine Anlage anmeldet, das ist einfach zu kompliziert. Man kriegt die Rückmeldung von vielen Menschen, nein, das ist mir zu kompliziert. Okay, gut, vielen Dank, Frau Scher. Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Die ist hier auch schon mal angeklungen, und zwar, es geht um das Thema Handwerker, Dächer, das Geld und so weiter. Ich lese mal vor vom Holger Herrlitschke. Wir müssen als Anteil zur Klimaneutralität unseren Photovoltaikanteil um den Faktor 66 ausbauen. Wer hat die Module, die Handwerker und die Dächer und das Geld? Das sind ganz praktische Hemmnisse. Wie kann die Bundespolitik oder vielleicht auch die Kommunen oder auch ich sage mal, die Stadtwerke, wie kann man so ein Thema angehen oder unterstützen oder vielleicht sogar also durch gemeinschaftliche Aktionen da etwas bewegen, damit man praktisch in der Umsetzung mit diesen ganz praktischen Voraussetzungen einen Schritt weiterkommt? Das ist jetzt die letzte Frage in die Runde und dann müssen wir zum Abschluss kommen. Wer möchte dazu noch mal was sagen? Frau Nestle, bitte. Ja. Ich kann jetzt auch noch was sagen dazu. Oder genau, vielleicht erstmal der Herr Neumann, genau, und dann die Frau Nessen. Nein, wir haben jetzt mit dem, das ist halt das schöne Stichwort bei so Diskussionen, mit dem Stichwort Arbeitsplätze haben wir ja ein Wort, an dem wir uns da auch weiterarbeiten können, nachdem Herr Altmaier ja Hunderttausende von Arbeitsplätzen in der erneuerbaren Energiebranche ja beigetragen hat, die zu vernichten. Also man stelle sich aber auch vor, Herr Scheuer hätte nicht 1 Milliarde für eine unsinnige Maut verjuckt, sondern das Geld wäre zum Beispiel in den Stromsparzweck gegangen. Da werden Arbeitslose ausgebildet, anderen armen Haushalten beim Energie- und Stromsparen, Wassersparen zu helfen, die dann 20-30% weniger verbrauchen. Also auch aus Verbrauchersicht eine ganz wichtige Sache. Also hier gibt es doch Dinge. Und deswegen ist das Thema Arbeitsplätze, Energieeinsparung und die soziale Dimension, die kann man da doch konkret zusammenbringen. Auch zum Beispiel die CO2-Abgabe, die ja dann pro Kopf, wenn das vielleicht mal kommt, pro Kopf dann zurückgegeben wird, wie in der Schweiz, kann man das ja auch so machen, dass man genau damit dann zum Beispiel das einmal pro Kopf gibt, aber auch dann sagt, okay, ihr bekommt es auch und damit kriegt ihr auch die entsprechenden Möglichkeiten zur Einsparung. Und auch das sind natürlich auch dann Dinge, die dann in Arbeitsplätze münden, Arbeitsplätze, und das ist eben nicht nur erneuerbare Energien auf dem Dach oder bei der Windenergie, sondern das ist natürlich auch Arbeitsplätze für Klimaschutzmanagerinnen, für Handwerker vor Ort. Bei den Handwerkern habe ich selbst meine eigene schlechte Erfahrung im Moment. Das ist schwierig, welche zu bekommen. Das ist schwierig, Angebote zu bekommen. Die KfW bietet super Programme an. Ich komme bei den Handwerkern nicht voran. Und das ist eines der großen Probleme, wo viele noch nicht drüber nachgedacht haben. Wir müssen da tatsächlich auch ganz intensive Bildungs- und Fortbildungsprogramme und auch mit den klassischen Fortbildungsberufen, afghanische Jugendliche, die ich betreue, die gehen jetzt auch in diese Richtung. Da sehe ich, dass die Berufsschulen noch gar nicht für entsprechende Klimaschutzberufe vorbereitet sind, wo nämlich auch Dinge, ob es nun Wärmedämmung der Wand oder Dachdecker mit Photovoltaik, also wo man Gewerke kombinieren muss. Und in Frankfurt haben wir das mal ja probiert. Da gibt es auch den Energiepunkt Frankfurt, eine Beratungsstelle, wo man alle Handwerker dann quasi bekommen kann als Kontakte. Also das ist der Punkt, dass das dort die Ausbildung da deutlich intensiviert werden muss und dieses nicht nur die Klimaschutzmanager in Kommunen, sondern die Klimaschutzmacher, die wir haben damals gesagt, Klimaschutz ist unser Handwerk als Slogan, dass das Handwerk da auch für den Klimaschutz also auch ein gutes Renommee bekommt, natürlich auch gute Löhne dafür. Und dann wir sagen können, für die relativ schlechten, durchaus leider hochbezahlten Arbeitsplätze in der Kohleindustrie können wir in den erneuerbaren und Einsparbereichen viel bessere Arbeitsplätze bieten.
Gut, vielen Dank, Herr Neumann. Jetzt nochmal Frau Nestle, aber bitte ganz kurz, dann kommen wir zur Abschlussrunde. Bitte, wenn es geht, in 3 Sätzen nochmal eine Antwort und dann wird man in die Abschlussrunde kommen. Und Sie dürfen auch gleich anfangen mit Ihrem Abschlussstatement. Aber sagen Sie vielleicht erst gerne nochmal was zu der Frage, die wir jetzt gerade gestellt haben. Ja, ich finde, das war gerade schon sehr gut. Also ich glaube, das sind die wesentlichen Bereiche. Wir müssen langfristig ganz klar die Rahmenbedingungen für Klimaschutz setzen. Ja, aber dann werden auch die Ausbildungskapazitäten hochgefahren, wenn man weiß, man braucht die Leute auch in 4, 5 Jahren. Das ist nicht so, naja, die Politik redet mal wieder über Klimaschutz, aber sie macht ja sowieso ständig was anderes. Ja, ich glaube, es muss klar sein, dass wir das machen, was wir sagen. Das ist das eine. Und dann aber auch wirklich ganz konkret Ausbildung unterstützen. Ich glaube, auch beim Handwerk gibt es zum Teil so ein bisschen, ja, dass man eigentlich lieber so Aufträge hat, wo die Leute sagen, ich will ein neues Bad. Ja, und dann freuen sich die Leute unglaublich, dass sie ein neues Bad bekommen, während so ein Auftrag, ja, der Staat hat mich gezwungen, da irgendwie so eine blöde Klimaschutzmaßnahme zu machen, dann ist man auch nicht so freundlich zu den Handwerkern. Ne? Also von daher, ich glaube, dass diese Klarheit da ist, ja, dass die Leute es auch wirklich dann wollen, weil es einfach ganz klar ist, dass es nicht anders geht, ist auch ein wichtiger Part. Gut, ansonsten nutze ich jetzt meine eine Minute Abschlussstatement. Ja, warten Sie noch kurz, also vielleicht nochmal eine Frage, so eine nochmal ans Publikum. Also wir würden jetzt diese Fragerunde abschließen und verzeihen Sie es uns, dass wir jetzt nicht alle Fragen berücksichtigen konnten. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Es waren auch sonst noch interessante Fragen dabei. Und wer möchte von den Podiumsteilnehmenden, kann vielleicht noch im Chat oder so auf die ein oder andere Frage, die sie oder er antworten möchte, reagieren. Ansonsten kommen wir jetzt zur Abschlussrunde. Und die Abschlussrunde, da geht es darum, dass jeder Teilnehmende oder jede Teilnehmende vom Podium einfach nochmal zu der Frage ein Statement abgibt. Um die Energiewende zu beschleunigen, setze ich mich dafür ein, dass. Und jetzt, Frau Nestle, bitte ergänzen Sie, was möchten Sie tun, um die Energiewende zu beschleunigen oder für was möchten Sie sich einsetzen? Vieles, aber da möchte ich hier gerne noch einmal diesen Punkt, der im Chat jetzt immer wieder kam, mit der Pflichtaufgabe für Kommunen aufnehmen. Und ja, formal ist es erstmal schwierig, weil meines Wissens gibt es dieses Durchgriffsverbot. Ja, wir dürfen als Bund den Kommunen keine Pflichtaufgaben übertragen, sondern das dürfen nur die Länder. Und auch dann gibt es die Konnexität. Aber das ist ja auch so ein bisschen formal vorgeschoben. Also faktisch, dass das Pflichtaufgabe werden muss, ja, und dass das dazu Gespräche braucht zwischen Bund und Ländern und Kommunen, wo man an einem Strang zieht, ja, und auch diese Finanzierung klärt. Und die hatten wir eben schon die Frage, für was geben wir alles Geld aus? Wir müssen endlich Klimaschutz begreifen als Prävention von viel höheren Kosten, ja, anstatt zu sagen, naja, wenn Geld über ist, machen wir Klimaschutz. Ja, ich meine, wie viel Geld kostet zum Beispiel der Gesundheitssektor, ja, und zu Recht, weil uns Gesundheit viel wert ist. Aber wie viel günstiger können wir Gesundheit haben, wenn wir jetzt Prävention machen, anstatt wenn wir hinterher ja, eine Katastrophe nach der anderen auffangen müssen. Und ich glaube, wir müssen es endlich so begreifen, ja, als eine Aufgabe, die ihr Geld wert ist, weil viel höhere Kosten verhindert werden und die eben dadurch tatsächlich auch ja, sich viel mehr auch in Personal zum Beispiel, das war ja ein Punkt im Chat, in den Kommunen wiederfindet. Dankeschön. Gut. Vielen Dank, Frau Nestle. Jetzt bitte die Frau Schröder für den BVKS nochmal, bitte eine Minute, möglichst 3 oder 4 Sätze und dann... Ja, also ich und auch der Bundesverband Klimaschutz setzen uns auch dafür ein, dass Klimaschutz für alle Verwaltungen Pflichtaufgabe wird. Bisher gibt es ja keine Rechtsgrundlage. Es geht ja eigentlich auch nicht anders. Es ist eben schon angeklungen, Klimaschutz hat Verfassungsrang und auch die Klimaziele der UN sind ja völkerrechtlich bindend. Bisher ist alles freiwillig. Das kann so nicht bleiben, weil das dann immer auch von politischen Mehrheiten abhängt. Das heißt, wir brauchen da tatsächlich eine Verpflichtung, wie auch immer die geregelt ist. Ich sage immer, Gesetze sind ja von Menschen gemacht. Ne? Das heißt, wir können sie auch ändern. Das ist ja alles nicht, das ist ja nicht die Schwerkraft, sondern das ist selbst gemacht. Das können wir deswegen auch ändern. Eine Verwaltungsreform, naja. Ja, wir brauchen Personal und Finanzen und wir brauchen vor allem zusätzliches Personal im Bereich Klimaschutzmanagement, weil wir reden ja hier von Change Management. Und das kann man nicht neben der normalen Arbeit in den Fachabteilungen machen. Dafür brauchen wir zusätzliche Leute. Und wie wäre es denn mal mit sowas wie für die nächsten 10 Jahre wird für jede Kommune je 4.000 Einwohner eine Klimaschutzmanagerstelle bezahlt. Das heißt, man ist da ganz schnell bei vielen Leuten. Und es gibt auch pauschal Geld für Investitionen und Sachkosten, um eben diese Herausforderungen Klimawandel zu bewältigen. Vielen Dank. Super, vielen Dank, Frau Schröder. Jetzt der Herr Alzheimer, bitte. Wenn möglich auch in einer Minute und in 4 Sätzen. Ja, das mache ich. Also ich würde mich dazu einsetzen, dass wir alle Akteure und alle Instrumente nutzen und dieses Thema der Standardisierung von Formularen, das der Herr Eberlein oder der Anträge vielmehr, das nehme ich gerne mit. Wir brauchen die volle Innovationskraft, wir brauchen Technologieoffenheit und zwar in jedem Sektor.
Ehrlich gesagt bin ich nicht so sehr ein Freund des EEG für große Anlagen, weil das ja doch vorgeschriebene Technologien sind. Ich würde mich eher dafür einsetzen, dass wir einen CO2-Preis mit strengem Deckel bekommen für große Anlagen, weil dieser technologisch die Dinge offen lässt und die wirksamsten Instrumente nutzbar macht. Und das über das EEG zu erreichen, ist extrem anspruchsvoll. Vielen Dank, Herr Alzheimer. Herr Eberlein, bitte auch Sie nochmal Ihr Abschlussstatement zu der Frage, um die Energiewende zu beschleunigen, setze ich mich dafür ein, dass... Was möchten Sie dazu sagen? Das Mikro nochmal aktivieren. Ich Wunderbar. Muss dazu sagen, dass ich 75 geworden bin und noch aktiv dabei bin und aber manchmal mit der EDV, die ich gerade gestellt gekriegt habe, meine Probleme habe. Das ist keine Schande, sicher. Das verzeihen wir sehr aber gerne. Aber mit meinen Geräten kann ich zurechtkommen. Ja, vielleicht die Minute ist gleich rum. Ich habe eigentlich eine Bitte. Herr Alzheimer und Herr Dr. Alzheimer, Sie sind Vorsitzender eines großen Unternehmens in unserer Stadt hier. Vielleicht ist eine Anregung, ich bin Elektromeister und mit der Ausführung. Vielleicht kann man ja so einen runden Tisch mal machen oder Sie bitten, das mal zu machen, dass wir über diese Formularschmutz der verschiedenen Unternehmen einfach mal sprechen. Ich bilde vielleicht ein, auch dass die Elektriker noch nicht die vor dem Minder können haben, die es auch nicht wissen. Also teilweise ist ja nicht nur so die EVUs, sondern auch die Elektrounternehmen, die es ausführen. Und vielleicht sollte man noch ein Wort sagen, früher haben es Dachdecker gemacht, die Arbeit für Solar. Heute ist das eigentlich falsch. Heute macht das der Elektromeister, weil der hohe Anteil wirklich bei der Stromverlegung ist, bei den Netzen, der Änderung der Zähler. Und das hat mit Dachdecker nichts mehr zu tun. Auf den Dächern, das ist keine Kunst. Aber diese Anschlüsse an die bestehenden Zähleranlagen, die ist mit den EVUs zusammen hochgradig intelligent und aufwendig. Also meine Bitte an Sie, vielleicht kann man ja so einen runden Tisch mal einrufen oder irgendwas machen, dass die Unternehmer, die sich mit Solar beschäftigen, da ein kompatibles Gesprächskreis haben mit Ihnen oder mit welchen, die Sie kennen. Das machen wir, Herr Eberlein. Ich rufe Sie an und dann organisieren wir das. Toll. So, dann noch Frau Holling, bitte. Genau, wofür setzen Sie sich denn ein, um die Energiewende zu beschleunigen? Ja, also wir werden als Mitglied der Verbraucherzentrale Bundesverband vor allem die Beratung der Verbraucher in den Fokus nehmen, weiter in den Fokus nehmen und versuchen, sie dazu zu animieren, erneuerbare Energien zu Hause zu etablieren und sie entsprechend zu beraten, auch dahingehend zu beraten, welche Handwerke, welche Gewerke notwendig sind und wie man es umsetzen kann, wie man sich durch den Bürokratie-Dschungel durchfrisst. Vielen Dank, Frau Holling. Und zum Schluss noch der Herr Neumann. Ja, ich werde mich dafür einsetzen mit dem BUND, dass das schon eigentlich bis zum Ende Juni umzusetzende Regelung der erneuerbaren Richtlinie der Europäischen Kommission, nämlich Artikel 16, die erneuerbaren Energiegemeinschaften, dass dort ein rechtlicher Rahmen geschaffen wird, was die nämlich alles können und machen dürfen, ist dort beschrieben. Und wir wissen genau, warum Herr Altmaier und die Bundesregierung das verhindert hat, weil das genau die Tür ist, die wir jetzt aufstoßen müssen, dass mit genau die Dinge, die wir alle jetzt vorhin alle gesagt haben, im Ausbau der Erneuerbaren und der Energieeffizienz, denn wirklich umgesetzt werden können, dass die Bürgerinnen und Bürger wirklich die freie Hand bekommen, das selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist der wesentliche Punkt, den wir voranbringen werden. Der BUND wird auch wohl gemeinsam mit den Bündnissen der Bürgerenergie dort eine Klage vor der Europäischen Gerichtshof, eine Klage gegen die Bundesregierung dort einreichen, damit Bürgerenergie endlich den freien Rang bekommt, den sie verdient. Ja, herzlichen Dank, Herr Neumann, und an Sie alle auf dem Podium. Ja, wir kommen zum Schluss und jetzt darf ich den Thomas Brose, den Geschäftsführer vom Klimabündnis, bitten, nochmal aus seiner Perspektive unseren heutigen Sommerabend zusammenzufassen, die wichtigsten Ergebnisse, die wichtigsten Trends oder auch, sage ich mal, Verbindungen, die er vielleicht herstellen konnte. Thomas, bitte. Ja, vielen Dank. Eine große Herausforderung. Ich werde zumindest versuchen, aus vielleicht eher einer subjektiven Sicht so ein bisschen ein paar Punkte zusammenzufassen. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt nicht alles erwähne. Ich glaube, wir hatten eine sehr spannende
Diskussion. Wir haben sehr unterschiedliche Akteure. Vielen Dank auch schon mal, dass Sie hier teilgenommen haben an dieser Diskussion, weil ich glaube, das, was wir hier diskutieren, wird uns auch die nächsten Jahre inhaltlich beschäftigen. Wir als Klimabündnis haben natürlich die Perspektive des kommunalen Klimaschutzes und wir haben letztes Jahr unser 30-jähriges Bestehen gefeiert und haben da Mitglieder, die seit über 30 Jahren sich engagieren. Herr Neumann hat das ja auch nochmal angemerkt, aus der ersten Stunde auch er mit dabei. Andere Stadt Heidelberg, Tübingen, Herr Bermich ist auch hier lange dabei. Und deshalb ist diese Frage der Pflichtaufgabe natürlich eine ganz wichtige Frage für die Kommunen, die wir auch im Klimabündnis seit vielen Jahren schon diskutieren, mit allen natürlich verschiedenen Facetten, die es mit sich bringt. Ich will aber vielleicht nochmal zuerst auch eine Anmerkung von Herrn Neumann am Anfang aufgreifen, der eben auf die Extremereignisse in Nordrhein-Westfalen und vor allem Rheinland-Pfalz darauf hingewiesen hat, mit über 40 Toten mittlerweile und vielleicht noch steigend, dass nochmal deutlich macht, die Dringlichkeit, das heißt die Frage der Pflichtaufgabe ist eigentlich nicht eine Frage des Ob, sondern es ist bereits eine Pflichtaufgabe, auch wenn sie vielleicht rechtlich noch nicht geregelt wurde, sondern wir müssen uns damit beschäftigen. Es wurde angesprochen, Frau Nestle hat die Frage der Prävention. Ja, Prävention ist wichtig, nicht nur aus sozialer oder Klimaschutzseite, sondern auch aus ökonomischer Seite. Schon 2006 wurde über den Stern Report deutlich gemacht, dass Nichtstun teurer ist als Investitionen in Klimaschutz. Das heißt, ich freue mich zumindest, dass wir heute eine Diskussion hatten, die den Tenor hatte, nicht ob wir Klimaschutz machen, sondern die Frage des Wies. Die Frage der Hemmnisse wurde sehr stark diskutiert. Die Hemmnisse sind vielfältig. Wir müssen da dran gehen aus den verschiedenen Ebenen, Bundesregierung, Länder, auch auf der kommunalen Ebene. Trotz des Engagements, das hat Frau Holling nochmal angesprochen, müssen wir natürlich auch auf der lokalen Ebene dafür uns einsetzen, Kampagnen machen. Frau Schröder hat das auch nochmal erwähnt, Kommunikation, Informationskampagnen. Es ist nicht selbstverständlich, viele Fehlinformationen verhindern, sage ich mal, auch das Engagement. Hier müssen wir stärker auch gemeinsam arbeiten auf den verschiedenen Ebenen. Es gibt Widerstände. Ja, die gab es und die gibt es immer aus verschiedenen Gründen. Die müssen wir angehen mit Information, aber auch mit konkreten Beispielen. Und deshalb freue ich mich auch, dass dieses Gespräch zumindest schon ein konkretes Ergebnis hervorgebracht hat, nämlich dass Herr Alzheimer von der Mainova Herr Eberlein direkt kontaktieren wird auf dieser praktischen Ebene. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch da den Hilferuf von Herrn Eberlein hören, egal wie die politischen Rahmenbedingungen sind, die finanziellen Rahmenbedingungen, wenn die Bürokratie die Hemmnisse ist für den Ausbau von erneuerbaren Energien, dann müssen wir das dringend angehen. Und es wurde auch das EEG vielfach angesprochen, dass sich leider in den letzten Jahren nicht mehr als der Motor des Ausbaus der erneuerbaren Energie entpuppt hat. Ein Instrument, das auch international anerkannt wird und kopiert wird von unterschiedlichen Ländern. Und es ist klar geworden, glaube ich, auch in der Diskussion, dass dieses EEG reformiert werden muss, dringend reformiert, damit es wieder diese Funktion eines Motors gewinnen kann, um eben auch den Ausbau zu fördern. Ein Aspekt, den wir auch sehr stark jetzt aktuell im Klimabündnis diskutieren, nämlich die Einbeziehung von Bürgerenergie, die Stärkung von Bürgerenergie als ein wichtiges Instrument, weil der große Unterschied bei der erneuerbaren Energie ist ja, dass sie eine dezentrale Energie ist. Keine andere Energie ermöglicht, dass jeder Haushalt seine eigene Energie produziert. Das ist das große Potenzial,
Potenzial, das müssen wir nutzen und da müssen wir die verschiedenen Akteure auf der lokalen Ebene auch zusammenbringen und zu fördern, gemeinsam mit Stadtwerken, mit den Kommunen, mit den Verbraucherorganisationen, mit der Politik. Das ist nur so, können wir gemeinsam diese große Aufgabe, die vor uns steht, bewältigen, um eben auch die Transformation, die wir auf dem Bereich haben, bewältigen. Es wurde angesprochen, dass das auch finanzierbar sein muss. Also wir müssen die Energieversorgung eben so gestalten, dass sie eben kein Luxus ist, sondern eben für alle zugänglich ist. Energiearmut ist eines der Schwerpunkte, die wir auch als Klimabündnis aufgreifen, auch auf europäischer Ebene. Das müssen wir verstärken. Und ich denke, wenn wir die Hemmnisse abbauen, und Rahmenbedingungen setzen, die auch verlässlich sind, das ist, glaube ich, wichtig, wurde auch nochmal betont, verlässliche, langfristige Rahmenbedingungen für die Unternehmen wie Mainova langfristig, aber auch wichtig, wurde nochmal betont von Frau Schröder, auch für die Kommunen, langfristige Planbarkeit wichtig. Es muss mehr Personal, mehr Finanzen geben, aber die Rahmenbedingungen sind ganz zentrale Elemente und auch die Kommunikation, das will ich nicht vergessen, weil das ein ganz wichtiges Element ist, um auch alle mitzunehmen, weil wir eben auf diesen Ebenen gemeinsam vorangehen müssen. Ja, vielen Dank nochmal für Ihre Teilnahme. Wir werden die Anregungen auch aus dieser Diskussion natürlich auch in unsere Prozesse mit einbeziehen. Wir sind ja zum Beispiel auch mit dem BVKS im Austausch, auch Positionspapiere für die nächste Bundestagswahl zu entwickeln. Wir haben unsere Klimabündniskonferenz Anfang September, wo wir auch auf europäischer Ebene die Themen diskutieren, weil die Herausforderungen sind ähnlich auf allen Ebenen. Gestern wurde ja das Paket der EU publiziert und da sehen wir die großen Herausforderungen, die bei uns anstehen und wir werden als Klimabündnis, als das größte Städtenetzwerk, das europäische Städtenetzwerk auch hier versuchen, die Kommunen zu unterstützen auf der einen Seite, aber eben auch ihre Probleme, ihre Anliegen auf die politische Ebene reinzubringen und in dem Sinne vielen Dank für Ihre Teilnahme und ja, ich hoffe, dass wir weiterhin im Gespräch und im Austausch sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch, Thomas. Bevor wir jetzt nochmal Ihnen Gelegenheit geben, sich auf der Wonder-Plattform, also das ist so eine Plattform, die Kolleginnen, die werden den Link gleich posten, noch informell zu treffen, zu vernetzen, würde ich mich jetzt schon mal von denjenigen, die vielleicht nicht mehr teilnehmen möchten oder können, verabschieden. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an das Podium für Ihre Teilnahme an unserem Sommerabend und natürlich für Ihre interessanten Beiträge zu unserer Diskussion und auch natürlich Ihren Lösungsvorschlägen, die Sie hier in die Runde gegeben haben. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre aktive Beteiligung, Ihre Fragen und Beiträge zur Diskussion. Wir hoffen, dass der Abend für Sie unterhaltsam und auch inspirierend war und dass Sie vielleicht ein paar Impulse für Ihre Arbeit mitnehmen können, die dann dazu beitragen, dass die Energiewende als gesamtgesellschaftliches Projekt auch vielleicht schneller Fahrt aufnimmt. Also Ihnen allen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Und wer jetzt möchte, noch weiter mit uns sich informell auf Wonder vernetzen möchte, die würde ich einfach bitten, hier nochmal kurz drin zu bleiben.